Guten Morgen und herzlich willkommen aus München zu unserem ersten ESG Deep Dive, den wir als Bayer veranstalten. Bevor wir losstarten, einige technische Hinweise noch. Falls Sie Probleme haben, finden Sie im Login-Bereich unter Hinweise ein paar Erläuterungen, außerdem auch eine E-Mail-Adresse, an die Sie sich wenden können. Und der zweite Hinweis bezieht sich auf unsere Q&A-Sessions. Wir freuen uns, von Ihnen Fragen zu erhalten. Und zwar gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal können Sie an fragen@bayernlb.de uns Ihre Fragen schicken. Und zweitens finden Sie auch im Login-Bereich unter Eine Frage stellen die Möglichkeit. Genau. Jetzt vorab zu meiner Person. Ich bin Miriam Pichler. Ich beschäftige mich selbst seit Jahren mit allen The oder mit verschiedensten Themen rund um Sustainable Finance. Und ich verantworte derzeit die strategische Steuerung von Sustainable Finance im Corporates- und Markets-Bereich bei uns. Im Zuge dessen beschäftige ich mich selber mit einigen dieser Themen, die wir heute auch streifen werden, rund um regulatorische Themen, aber auch eben die ESG-Finanzprodukte und natürlich noch viele Themen, die unsere Kunden beschäftigen. Nachhaltigkeit ist im vollen Umfang in der Wirtschaft und bei uns im Unternehmen angekommen. Wir haben eine klare Nachhaltigkeitsstrategie und richten unser Handeln danach aus. Hierzu haben wir ein transparentes Reporting und setzen Investitionen mit passenden Fördermitteln und gegebenenfalls auch Zuschüssen zielgerichtet um. Wie geht es Ihnen mit dieser Aussage? Fühlen Sie sich hier bestätigt oder abgehängt? Wo befinden Sie sich auf Ihrem Weg Richtung Nachhaltigkeit? Oder suchen Sie gerade auch noch den richtigen Startpunkt, um sich überhaupt auf den Weg zu machen? Wir als BNLB, wir sind seit 25 Jahren auf dem Weg. Und wir haben ein umfassendes Reporting aufgesetzt, das wir auch weiter verbessern, nach und nach. Wir sind seit 2015 an allen Standorten weltweit klimaneutral. Und wir sind auch führend in der Begebung von nachhaltigen Benchmark-Anleihen. Sowohl wir als Mutter als natürlich auch unsere Töchter. Unsere Herausforderung ist es nun, unser Portfolio bis Mitte des Jahrhunderts klimaneutral zu machen. Und damit vereint uns dieses Ziel mit unseren Kunden. Wir wollen Sie auch aktiv auf Ihrem Weg begleiten, in dieser Transformation. Und wir sind so ausgerichtet, dass wir Sie unterstützen können an jeder Stelle des Weges, wo Sie gerade stehen. In diesem Sinne freuen wir uns, heute auf diesen Tag mit Ihnen und in verschiedene Themen einzutauchen mit herausragenden Experten, die wir heute gewinnen konnten für diese Veranstaltung. Zuerst zur Agenda noch. Nach einem Grußwort unseres Vorstandes haben wir dann drei Impulsvorträge. Thematisch starten wir mit dem rechtlichen Rahmen und auch der Betrachtung des Thema Greenwashings in dem Bezug mit einem Beitrag von der Kanzlei Simons & Simons. Dann gehen wir weiter zu einem Vortrag von der Sustainable AG und der Frage, wie man als Unternehmen nun diese regulatorischen Rahmenbedingungen umsetzt in der Praxis und wie man selber eine Klimastrategie für sich aufsetzt. Und dann kommen wir zu einem Vortrag von Rightbase on Science und einem Vorschlag, wie man Nachhaltigkeitsziele ableiten kann und in der Betrachtung von Rightbase on Science der Grad-Celsius-Betrachtung. Und im Anschluss folgt eine Panel-Diskussion mit Teilnehmern von der Jung Heinrich AG, von Bayern Invest und der Bayern LB und der Frage, wie nun diese Transparenzanforderungen in Zukunft die ESG-Finanzprodukte verändern werden. Ich freue mich jetzt, unseren Vorstand Johannes Anschott begrüßen zu dürfen. Er ist seit April 2021 Mitglied des Vorstandes und verantwortlich für das Firmen- und Kapitalmarktgeschäft. Und er ist Treiber für das Thema Nachhaltigkeit in der BNLB. Lieber Johannes, herzlich willkommen und ich übergebe jetzt zu dir nach London. Ja, guten Morgen, Miriam, meine sehr geehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen aus London, heutigen ESG Deep Dive. Und ich habe mir gerade unsere Einladung nochmal angeschaut. Und die startet ja mit einem wirklich epochalen Satz. Und zwar die Aussage ist ja: Wenn wir unser Leben in den nächsten 25 Jahren nicht ändern, dann wird das unwiederbringlichen Schaden für unseren Planeten bringen. Und man hoffte, dass wir da ein wenig übertrieben haben bei diesem Satz aus Marketinggründen, damit Sie heute an dieser Veranstaltung teilnehmen.
Aber leider ist das so gar nicht. Denn wenn man sich einfach mal die Daten anschaut, dann ist das so, dieser Planet ist also 4,5 Milliarden Jahre alt und für die ganz, ganz überwiegende Zeit war der CO2-Gehalt in der Atmosphäre soweit unter 250 ppm, also Parts per Million. Und das hat sich erst, das war völlig stabil und das hat sich also tatsächlich erst mit der Industrialisierung geändert. Und wenn man jetzt 25 Jahre zurückgeht, Ende der 90er Jahre, dann kamen wir von 250 ppm schon auf 360 ppm. Ganz aktuell heute, ich habe ihn nochmal nachgeschaut, der Wert für heute ist 414 ppm. Und die Wissenschaftler glauben, dass ab 450 ppm genau diese Klippeneffekte einsetzen, die Miriam, die wir in unserer Einladung genannt haben, und dass dann unwiederbringlicher Schaden entsteht, also in Sachen Biodiversität, in Sachen Übersäuerung der Meere und natürlich in Sachen Klimawandel. Und wenn man den aktuellen Pfad sich anschaut, dann sind das genau noch 3189 Tage, den heutigen Tag also mitgerechnet, das sind weniger als 9 Jahre. Schaut man sich den üblichen Produktentwicklungszyklus mal an unserer Kunden, dann ist er natürlich unterschiedlich, aber wir haben durchaus Kunden im langlebigen Geschäft, die Entwicklungs- und Investitionszyklen haben, die so 8, 9 Jahre gehen. Das heißt, der aktuelle, jetzt stattfindende Investitionszyklus muss genutzt werden, um auf eine nachhaltige Wirtschaft umzustellen. Vielleicht sind wir, oder vielleicht bin ich, ein wenig technikaffin und deshalb überschätzen wir die Technik. Aber wenn man sich andere große Herausforderungen anschaut, zum Beispiel Corona und Covid, dann war ja innerhalb kürzester Zeit mehrere Impfstoffe bereit, die auch hocheffektiv sind. Das heißt, die technische Herausforderung wurde wirklich exzellent gemeistert. Und auch wenn es wenn der Klimawandel gestoppt werden muss mit neuer Technologie oder Technologie, die wir heute noch nicht in einer industriellen Weise nutzen, so bin ich doch sehr zuversichtlich, dass technische Lösungen machbar sind. Viel schwieriger wird das schon, wenn man sich die gesellschaftlichen Konsequenzen anschaut und die sozialen Konsequenzen. Und wenn man da auch nochmal einen Vergleich zieht zu Corona, dann sieht man ja, dass es viele Impfgegner gab, dass Menschen sich haben nicht impfen lassen, weil sie irgendwelchen Verschwörungstheorien anhängen und dass die Effektivität, die technisch möglich wäre, einfach nicht durchgeholt werden kann. Und die große Gefahr ist jetzt hier, dass es ein Anti-Green Backslash gibt, ein Anti-Green Movement gibt, dass also die gesellschaftliche Akzeptanz für die Maßnahmen, die jetzt einzuleiten sind, schwindet. Und so ein Anti-Green Movement könnte ausgelöst werden, zum Beispiel durch sehr hohe Energiepreise, wie wir wissen. Die haben sich die Energiepreise zurzeit bis zu vervierfacht. Ich bin gerade in London, da ist es besonders dramatisch in Großbritannien, aber auch in Europa und auch USA und Asien. Das ist ja ebenfalls so, dass Strompreise, Ölpreise, Gaspreise sich enorm erhöht haben. Und diese Kosten wird irgendwann der Konsument absorbieren müssen. Und auch schlechte Regulation wird natürlich dazu beitragen, dass die Akzeptanz in der Bevölkerung schwindet. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir alle Möglichkeiten nutzen, denn ohne eine breite Akzeptanz in der Bevölkerung werden wir die großen Herausforderungen hier nicht miteinander stemmen können. Und deshalb haben wir Ihnen heute eine sehr, finde ich, interessante Agenda zusammengestellt, die genau auf diese Aspekte eingeht. Zum Beispiel auf Greenwashing, die Miriam hat es gerade genannt. Greenwashing ist besonders schädlich, weil es genau die Akzeptanz von grünen Produkten reduziert, es nicht beiträgt, das Kapital und das Vertrauen in die Finanzmärkte natürlich insgesamt reduziert. Dann sprechen wir über den wissenschaftlich fundierten, kosteneffizienten CO2-Reduktionspfad, den wir gehen können. Ich glaube, das ist ganz besonders wichtig, weil wenn wir wird viel teurer und über die notwendige Klimastrategie. Wir als Bayerische Landesbank unterstützen Sie sehr gerne als Berater, als Advisor und natürlich als Finanzierer, denn die Investitionen, die notwendig sein werden, sind gigantisch. Man allein in Deutschland jährlich rund 100 Milliarden zusätzlich zu investieren sind, um die Wirtschaft auf eine nachhaltige Wirtschaft umzustellen.
Und dabei helfen wir Ihnen sehr gerne, auch neue Technologien einzusetzen und diese entsprechend zu finanzieren. Also vielen Dank, dass Sie heute bei uns sind und ich wünsche Ihnen einen interessanten Vormittag. Liebe Miriam, gebe ich zurück an dich. Super, vielen lieben Dank, Johannes. Genau, dann können wir jetzt eigentlich direkt losstarten in unserem ersten Vortrag. Und ich freue mich, Ihnen unsere zwei Rechtsexperten von Simons & Simons vorzustellen. Das ist einerseits die Frau Michaela Sopp. Sie ist Leiterin der Praxisgruppe Financial Markets bei Simons & Simons Deutschland und Partnerin im Bereich Banking. Und in diesem Kontext, da sind Sie jetzt auch im Bild, berät sie eine Vielzahl von Banken und Unternehmen bei allen möglichen ESG-Themen, aber eben auch mit dem Schwerpunkt auf Finanzprodukte. Und dann haben wir hier noch den Dr. Harald Lander. Er ist Partner im Bereich Financial Services und Investmentfonds und hat dadurch langjährige Erfahrung in der Beratung von verschiedenen nationalen, internationalen Vermögensverwaltern und Banken. Und er ist außerdem Autor von zwei Kommentaren zum deutschen Investmentrecht und schreibt aktuell auch Beiträge mit dem Schwerpunkt auf die Frage, was die Regulatorik für Auswirkungen auf die Finanzbranche hat. Bei dem heutigen Vortrag geben Sie uns eine komprimierte Darstellung der regulatorischen Rahmenbedingungen rund um das Thema ESG und Offenlegung und dann die Konsequenzen für die Finanzprodukte und eben auch unter der Betrachtung der Vermeidung von Greenwashing. Gut, bevor wir starten, noch eine kurze Erinnerung an alle. Sie können uns jetzt dann gerne Ihre Fragen schon während dem Vortrag zuschicken. Wie gesagt, ich lege einerseits an die E-Mail-Adresse fragen@bnlb.de oder in Ihrem Login-Bereich unter Fragen stellen, heißt es, glaube ich. Genau, vielen lieben Dank. Dann übergebe ich an Frau Sopp und Herrn Lander. Ja, vielen Dank, Frau Piese. Erstmal guten Morgen an alle, auch im Namen von Simons & Simons. Wir freuen uns sehr, dass wir hier sozusagen dabei sein dürfen bei der Kickoff-Veranstaltung zur ESG Deep Dive. Und Frau Pieser hat schon gesagt, wir wollen einen Überblick, einen komprimierten Überblick über die rechtlichen Rahmenbedingungen geben. Keine Angst, das wird jetzt kein dreistündiger Vortrag, wo Sie danach gar nichts mehr verstehen, sondern wir versuchen sehr dezidiert darauf einzugehen, welche Rahmenbedingungen insbesondere für Banken und auch Unternehmen gelten und dann das am Schluss so ein bisschen zusammenzubringen, was heißt das eigentlich für Finanzprodukte. Weil eins ist klar, wie auch Herr Anschott schon gesagt hat, es geht hier nicht nur um die umweltpolitische Notwendigkeit, sondern es geht auch darum, Akzeptanz bei Unternehmen, bei Finanzmarktteilnehmern zu schaffen für die Produkte, die wir in der Zukunft anbieten werden, weil auch eins klar ist, wir alle und auch Sie als Unternehmen und als Banken können einen Beitrag dazu leisten, wenn wir uns entsprechend aufstellen, entsprechend unsere Tätigkeiten ausrichten. Und der regulatorische Rahmen dient insbesondere dazu, Vertrauen und Transparenz zu schaffen. Und jetzt auch genug der einleitenden Worte, dann übergebe ich gleich an meinen Kollegen Dr. Glander, damit wir starten können. Ja, danke Michaela und vielen Dank an Herrn Anschott und Frau Piescher für die einführenden Worte. Bei Simons & Simons haben wir eine internationale Praxisgruppe, die sich insgesamt mit Bankenregulierung und Financial Services beschäftigt und natürlich seitdem die Regulatorik auf die ESG Sustainability Agenda gekommen ist, ja, haben wir da sehr, sehr starken Beratungsbedarf gesehen in den letzten anderthalb bis zwei Jahren. Aber die Sache steckt letztendlich noch in den Kinderschuhen. Und ich versuche jetzt wirklich sehr komprimiert darzustellen, wo wir stehen. Möchte aber dann gerne in die Präsentation einsteigen. Dazu haben wir einige wenige Folien mitgebracht, die ich auch selber steuern kann. Das funktioniert wunderbar. Und wir steigen ein mit dem Thema auch des Vortrages Greenwashing. Wie schon von dem Herrn Anschott angekündigt, es ist ja ein wichtiges Thema und es ist letztendlich auch eine Gefahr dafür, die Sustainability Agenda, naja, sage ich mal, so ein bisschen ins Abseits zu rücken,
wenn natürlich die eine oder andere Pressemitteilung kommt, dass Finanzprodukte oder die Finanzwirtschaft insgesamt Greenwashing betreibt. Was ist das überhaupt? Hier eine Definition aus der Taxonomieverordnung, aus den einführenden Worten, sogenannten Recycles, Erwägungsgründen der Taxonomieverordnung. Und es heißt, Greenwashing ist die Praxis, durch die die Bewerbung eines Finanzprodukts als umweltfreundlich einen unfairen Wettbewerbsvorteil zu erlangen, obwohl die grundlegenden Umweltstandards nicht eigentlich eingehalten werden. Also man macht sich auf gut Deutsch grüner, als man ist. Relativ einfache Definition. Da gibt es natürlich jetzt in dem Regelwerk die dezidierte sozusagen Detailverliebtheit des Gesetzgebers. Was sind hier die Risiken, insbesondere auch für die Finanzwirtschaft? Das Wichtigste ist eigentlich, und das hat man ja in einem prominenten Beispiel vor kurzer Zeit gesehen, mittlerweile ist es ein starkes Reputationsrisiko. Also sprich, wenn in der Presse steht, dass man eventuell gewisse Standards nicht eingehalten hat, dann ist das nicht nur nicht gut, sondern es kann insbesondere, das haben wir gesehen, zu Kursverlusten und Wertverlusten führen. Wir haben auch bei M&A-Transaktionen in unserer Beratung gesehen, dass ganz klar eine ESG-Due Diligence-Liste von Unternehmen abgefragt wird. Das betrifft natürlich auch M&A-Bereich im Asset-Management-Bereich, also oder Finanzsektor. Sprich, wenn ein Unternehmen ein anderes erwerben will, wird es ganz genau drauf gucken, ob denn dort Greenwashing-Risiken drin sind. Also Reputation mit der direkten Auswirkung auch auf den Wert eines Unternehmens. Dann letztendlich regulatorische Risiken, klar, wenn wir die nachher dargestellte Regulatorik nicht einhalten, dann ist das Risiko, dass die Aufsichtsbehörden in Deutschland, Europa, weltweit durch Untersuchungen machen. Eventuell kann sowas mit einem Bußgeld behaftet werden. Das ist unangenehm, frisst interne Ressourcen und kostet natürlich Zeit und Geld. Nicht zu unterschätzen ist die zivilrechtliche Haftung. Das ist meines Erachtens ein Aspekt, der im Moment von den Unternehmen etwas, also insbesondere von den Finanzproduktgebern etwas stiefmütterlich betrachtet wird, insbesondere in Zeiten steigender und immer weiter steigender Kurse. Die zivilrechtliche Haftung bei Finanzprodukten ist insbesondere eine Gefahr für Produktgeber, wenn halt der Markt fällt, also sprich, wenn Anleger einen großen Anreiz haben, Schadenersatzansprüche geltend zu machen, einfach weil der Markt gefallen ist. Und wenn das denn mal der Fall sein sollte, kann man sich sehr genau angucken, gut, gibt es irgendwas in dem Produkt, was mir falsche Informationen geliefert hat und wodurch ich letztendlich dem Produktgeber oder demjenigen, der mir das Produkt verkauft hat, sagen kann, naja, das war ja doch nicht so grün, wie es ist. Nimm das Produkt mal zu dem Preis zurück, wie ich es gekauft habe. Also sprich, ich kann mich dadurch meine Verluste ausgleichen lassen. Also das sind, denke ich, erhebliche Risiken, die da schlummern. Jetzt zu der angekündigten regulatorischen Einführung. Frau Pischer hat es gesagt, ich mache das letztendlich jetzt schon seit fast 2 Jahren, zu diesem Thema Vorträge zu machen und auch Aufsätze und ähnliche Publikationen zu schreiben. Darüber kann man jetzt natürlich den ganzen Vormittag reden. In aller Kurzfassung, es gibt letztendlich zwei unheimlich wichtige oder drei unheimlich wichtige europäische Regularien. Das ist zum einen die Taxonomieverordnung, zum zweiten die sogenannte Offenlegungsverordnung, auch SFDR oder Sustainable Finance Disclosure Directive genannt. Das sind die beiden Verordnungen, die jetzt schon angenommen sind. Die SFDR ist in Kraft und die Taxonomieverordnung tritt in Kraft zum 01.01.2022. Dann haben wir noch eine weitere wichtige Richtlinie, die halt die Unternehmen, also die Investitionsobjekte in dem Sinne betrifft. Das ist die Richtlinie für nicht finanzielle Berichterstattung. Die gibt es schon. Die ist schon in Kraft. Aber was ist daran wichtig? Sie wird ersetzt durch die Corporate Sustainability Reporting Directive,
kurz CSRD, also schon wieder eine tolle Abkürzung, am besten auf Englisch. Aber das ist wichtig, weil diese Richtlinie, die wird es ändern oder wird die nicht finanziellen Reporting Obligations erweitern und damit diese gesamten Informationen, die nach der Taxonomieverordnung und der Offenlegungsverordnung für die Kapitalgeber entscheidend sind, von den Unternehmen abfragen, dass die in den Berichten veröffentlicht werden. Die Offenlegungsverordnung findet letztendlich auf, ich sag mal, Asset Manager Anwendung, also insbesondere die Fondsindustrie, natürlich auch auf Banken, soweit sie Finanzportfolioverwaltung betreiben. Dort haben wir unheimlich viele Bewegungen gehabt im Sinne von, ist das ein Produkt nach Artikel 8 oder Artikel 9? Da gibt es unheimlich viele Spezialfragen, die auch jetzt gerade letzte Woche ist ein neuer sogenannter regulatorische Regulierungsstandard gekommen als Entwurf. Das wird jetzt noch alles verfeinert. Aber wie wichtig ist es für die Asset Management Branche, zeigen letztendlich drei Mitteilungen von gestern, die ich hier auf dem Tisch mehr habe, mal ausdrucken lassen. Einmal sagt Fidelity, die haben sich jetzt verpflichtet, ihre Emissionen in CO2 bis 2030 zu halbieren. Wie machen sie das? Na klar, auch durch ihre Investmentstrategien. Dann haben wir 9 Milliarden in einer iShares Range von BlackRock also. Und die sagen, gut, wir wollen jetzt an die EU Climate Standards uns anpassen und damit werden die Produkte nicht mehr Artikel 8, sondern Artikel 9, also letztendlich ein Step Up. Letzter Punkt, Al Gore, ja sehr bekannter Klimaverfechter, auch schon als er politisch aktiv war, der hat mittlerweile eine eigene Asset Management Gesellschaft. Und er hat jetzt sozusagen noch einen Untermanager gegründet, der heißt Just Climate, der sich genau auf eine gerechte Klimainvestitionen fokussieren soll. Also da ist sehr, sehr viel Bewegung drin. Kommen wir zum Anwendungsbereich der Taxonomieverordnung. Der ist etwas anders als der Offenlegungsverordnung, weil es gilt nicht nur für den Finanzsektor. Ja, der Finanzsektor ist drin. Also alle, die letztendlich Portfolio Management betreiben, gut. Aber auch letztendlich Unternehmen. Ja, und für große Unternehmen haben wir rechts mal die Voraussetzungen aufgeführt. Wichtig ist für über 500 Mitarbeiter. Und dann gibt es gewisse Kriterien, die hier sowieso im HGB festgelegt sind, Bilanzsumme, Nettoumsatzerlös. Letztendlich, deutsche Kreditinstitute werden diese Schwellen alle reißen. Michaela und ich haben da einige Detailfragen immer mal wieder in unserer Praxis, auch wie das bei ausländischen Tochtergesellschaften ist, wie es konsolidiert wird und so weiter. Meistens allerdings, selbst wenn die nicht reinfallen in Deutschland, rein technisch, sagt man, man will sich freiwillig dem unterwerfen, um einfach dem Marktstandard zu entsprechen. Nicht ganz unwichtig ist hier, insbesondere denke ich für auch den Kundenkreis der Bayern LB, ist, dass diese Pflichten werden auch vom Anwendungsbereich erweitert. Also inhaltlich erweitert von der CSRD sowieso auf die Sustainability Disclosures, aber und das soll dann ab 2026 gelten, dass sozusagen die Schwelle, wann denn ein Unternehmen in diesen Anwendungsbereich fällt, erhöht wird. Also sprich, wir hatten bis jetzt oder haben bis jetzt große Unternehmen und jetzt kommen auch die sogenannten KMUs, ja, kleinere und mittlere Unternehmen rein. Und das ist jetzt hier aus einem Bericht, man sagt ungefähr, ja, von 11.000 auf 50.000 Unternehmen erweitert. Also da kann man sich schon vorstellen, dass das sicherlich erheblich ist. Was ist natürlich Ziel der Sache? Gut, wir wollen insgesamt auch den Kapitalgebern es ermöglichen, ihre Investitionen demnach zu steuern und das Kapital entsprechend
umzulenken, was auch, das hätte ich vielleicht am Anfang erwähnen sollen, wenn man auf den EU-Aktionsplan zurückguckt, ja, der ist ja sozusagen, diese Regulierung ist ja ein Ausfluss dessen, ist ja ganz klar gesagt, wir müssen unsere Investitionen in nachhaltige Kapitalanlagen umlenken. Also diese Lenkungswirkung, die ja ganz klar hier jetzt zum Schein kommt, die ist absolut gewollt. Das ist jetzt endlich, Michaela, glaube ich, etwas zu technisch. Da kommst du auch nochmal dazu. Green Asset Ratio als Stichpunkt. Es gibt so einen Artikel 8 der Taxonomieverordnung, der halt für die Banken unheimlich wichtig ist. Der Herr Anschott und die Frau Fischer sprachen es an. Die Bayern LB strebt halt an, diesen Anforderungen allen nachzukommen und auch klimaneutral zu sein. Und deswegen gibt es ganz dezidierte Pflichten, wie denn dort diesbezüglich zu berichten ist. Damit wollen wir Sie nicht in allem Detail langweilen. Ich wollte noch kurz eingehen auf die Prüfungskriterien nach der Taxonomieverordnung und auch den, sage ich mal, eingeschränkten Anwendungsbereich. Und Anwendungsbereich meine ich jetzt nicht für Unternehmen, wie eben dargestellt, sondern tatsächlich auf, für was gilt die Taxonomie? Die Taxonomieverordnung gilt im Moment nur für sozusagen den E-Teil von ESG, also das Environment, Umwelt. Und ganz konkret ab dem 1. Januar 2022 nur für die ersten beiden Umweltziele der Taxonomieverordnung, die allerdings die wichtigsten sind. Wir wissen das alles, es betrifft Klimawandel, sprich CO2-Ausstoß. Neben diesen zwei Klimazielen gibt es noch vier weitere, sind auf der rechten Seite dargestellt. Die finden dann erst gestuft Anwendung in den weiteren Jahren. Wie findet so eine Prüfung statt? Wenn man sagt, ist denn eine Wirtschaftstätigkeit taxonomiekonform? Ja. Man guckt auf die sehr dezidierten Definitionen dieser Umweltziele, die jetzt auch wiederum durch ein sehr umfangreiches Regelwerk dann weiter, also sozusagen ausgeführt wurden, um dann zu sagen, gut, ja, die Wirtschaftstätigkeit fördert ein Klimaziel und dann hat man links das Prüfungsschema, gut, Stichwort do not significantly harm, sehr wichtig, findet denn eine wesentliche Beeinträchtigung eines anderen oder mehrerer Umweltziele statt? Also sprich, wenn ich eine Wirtschaftstätigkeit habe, die halt für den Klimaschutz super ist, aber es ein anderes Umweltziel, Verschmutzung der Meere und so weiter und so weiter. Man kann sich vorstellen, welche Sachen hier gehen kann, also Windräder im Meer und so weiter und so weiter. Dann, okay. Das muss auch dargestellt werden, das ist keine wesentliche Benachteiligung. Das ist dieses Do Not Significantly Harm Prinzip der Taxonomie, wirklich ein grundlegendes Ziel. Und dann gibt es noch Minimum Safeguards und so weiter insbesondere. Da spielt dann schon ein bisschen das Social Element rum, also dass man sagt, okay, Investition soll jetzt nicht unbedingt zulasten von Minimum Standards im Arbeitsrecht beispielsweise sein. Aber das leitet so ein bisschen über, was fehlt denn hier eigentlich? Es fehlt ja das Social Element, ja, und weil sich die Taxonomie ganz klar nur auf Umweltziele beschränkt. Und das ist auch meine letzte Folie. Es gibt eine Social Taxonomy im ganz groben Entwurf. Es gibt eine Green Paper der EU. Die sagt, wir wollen auch eine Social Taxonomy schaffen, die sich dann in die jetzige E-Taxonomie einfügt. Diese Folie werde ich nicht im Detail darstellen, keine Angst, aber wichtig ist, war mir einfach, dass es kommt, weil es immer ja in der Presse heißt, gut, wir machen ja nur das E erstmal, aber es ist weitere Regulierung angedacht. Das zum ersten Überblick. Michaela, damit übergebe ich erstmal an dich. Ja, vielen Dank. Wir können dann auch sozusagen auf die nächsten Slides gehen. Und wie versprochen, versuchen wir jetzt mal diesen regulatorischen Rahmen
sozusagen einzubinden in, was heißt das eigentlich für Bankprodukte? Und zwar, was heißt das für Bankprodukte aus Bankensicht und aus Unternehmersicht, Schrägstrich Kreditnehmersicht. Und wir haben mal den Spotlight zu sozusagen auf das Core-Produkt gelegt, nämlich den Kreditvertrag. Und wir nehmen sozusagen nochmal mit bei dem regulatorischen Rahmen, dieser regulatorische Rahmen, nämlich Offenlegungsverpflichtungen, Darstellungsverpflichtungen, gilt sowohl für Banken als auch für Unternehmen. Das ist deswegen wichtig, weil wir ja die beiden Komponenten sozusagen in einem Produkt, nämlich dem Kreditvertrag in unserem Beispiel, dann auch irgendwie wieder zusammenbringen müssen. Und schauen wir uns für diese Zwecke ganz kurz an, was gilt eigentlich für Bankenprodukte, was muss die Bank tun? In einem ersten Schritt, der jetzt auch insbesondere ab 22 gilt, ist in Darlehen oder in Bezug auf die Produktgruppe Darlehen und Kreditforderungen, auch Schuldverschreibungen, die sogenannte Green Asset Ratio darzustellen, die grundsätzlich das Verhältnis von ökologisch nachhaltigen Credit Exposures zum Gesamtkreditexposure einer Bank darstellt. Und das wird im Laufe der Zeit, also gestaffelt 2023, 2024 und so weiter, auch auf weitere Aktivitäten von Finanzmarktprodukten ausgeweitet, so zum Beispiel Handelstätigkeiten mit Gebühren und Kommissionen, Off-Balance Sheet Exposures, zum Beispiel im Rahmen von Garantien, Equity-Beteiligungen und so weiter, für die dann wieder individuelle KPIs und Ratios gelten. Aber die wichtigste für den Kreditbereich ist die Green Asset Ratio, die eben von den Banken im Reporting dargestellt werden muss, insbesondere natürlich auch, wenn sie sich unternehmenspolitisch und strategisch einer nachhaltigen Unternehmenspolitik verschrieben haben. Und jetzt können wir sozusagen weitergehen. Was heißt das dann eigentlich für die Unternehmen, auch Unternehmen, insbesondere wenn sie, wir können gleich weitergehen, die Schwellenwerte sozusagen erfüllen, also entweder jetzt große Unternehmen sind oder ab 2026 vielleicht kleinere und mittlere Unternehmen, aber eben börsennotiert sind. Auch die müssen im Rahmen ihrer Offenlegungspflichten jetzt noch auch zum Beispiel geregelt im HGB 289 HGB in dem Lagebericht offenlegen, wie sehen die Verpflichtungen oder ihre Tätigkeiten im ökologisch nachhaltigen Bereich aus. Und deswegen stellt sich natürlich hier die Frage, wie bringe ich jetzt diese beiden Verpflichtungen, diese beiden Seiten zusammen? Und insbesondere in einem Kreditvertrag spielt da natürlich die Musik, etwas platt gesagt, im Bereich der Offenlegungspflichten. Welche Informationen brauche ich als Bank? Welche Informationen kann ich als Unternehmen geben? Welche Zusicherungen möchte ich haben als Bank? Welche Zusicherungen gebe ich als Unternehmen? Wie wird reported? Was wird offengelegt? Sodass insbesondere an diesen Stellen eben Dokumente, Informationen, KPIs festgelegt werden, die es dann letztendlich beiden Seiten ermöglichen, ihren Reporting-Verpflichtungen nachzukommen. Und wir hören ganz oft: Oh Gott, jetzt müssen wir noch mehr reporten und noch mehr Dokumente produzieren unter einem Kreditvertrag und so weiter und so fort. Theoretisch ja, praktisch wird man sich sehr gut helfen können, aufgrund des Umstandes, dass insbesondere Unternehmen ohnehin schon verpflichtet sind, Stichwort, was wir gerade gesagt haben, HGB und auch die neuen Regularien, die mein Kollege erwähnt hat. Diese kann man natürlich verwenden, um auch den Offenlegungsverpflichtungen, den Informationsverpflichtungen unter einem Kreditvertrag nachzukommen. Das heißt, wir reden hier eigentlich nicht von einem zusätzlichen Schritt, sondern etwas, was man auch ohnehin schon machen muss, wird eben hier sozusagen weiterverwendet, um auch gleich im nachhaltigen Kontext zu bleiben. Weitere Themen werden sich stellen im Rahmen der Mittelverwendung. Auch um der Thematik Greenwashing zu begegnen, ist es natürlich am besten, die Mittelverwendung
spezifisch zu definieren. Also sprich, wenn Sie ein spezifisches Produktprojekt haben, das finanziert werden soll, ist das natürlich einfacher darzustellen, als wenn eventuell eine gesamte Geschäftsaktivität zum Beispiel mit Revolving Credit Facilities finanziert werden soll. Hier muss dann eben das Augenmerk auf die Definition, welche Geschäftsaktivitäten betrifft es, gelegt werden. Und warum sage ich das? Ich sage das auch deswegen, weil natürlich im Rahmen von Green oder Sustainable Darlehen sich natürlich die Frage stellt, gibt es denn da eigentlich auch ein Incentive für Unternehmen? Warum sollten die jetzt eigentlich das alles auch einer Bank offenlegen? Und die gängige Marktpraxis derzeit ist ja, dass Sustainable Loans durchaus noch kommerziell attraktive Margen anbieten, attraktiver als vielleicht nicht grüne Finanzierungen, sodass da durchaus auch für Unternehmen neben deren eigenen strategischen Zielen und Geschäftspurpose, den sich die Unternehmen gegeben haben, auch tatsächlich ein echter kommerzieller Anreiz besteht, aber damit natürlich auch der Bank und unter Reputationsgründen dem gesamten Kundenkreis die Möglichkeit gegeben werden muss, das irgendwie sinnvoll nachzuvollziehen, was man da getan hat. Also Stichwort Reporting, Stichwort Definition Mittelverwendung und natürlich ganz wichtig, da werden wir auch im Verlauf des Vormittags noch weitere Sachen dazu hören, ist, wie sammle ich die Daten, wie werden die Daten aufgearbeitet, wer sammelt die Daten und natürlich auch gegebenenfalls eine Gap-Analyse, um festzustellen, wo fehlt denn vielleicht noch was, wo brauche ich noch etwas, um als Unternehmen tatsächlich die Anforderungen zu erfüllen, aber auch, wo brauche ich vielleicht was aus Bankensicht, um mein Anforderungsprofil zu erfüllen und eben nicht in den Bereich der Greenwashing-Aktivitäten zu kommen. Und wir haben hier noch ein Stichwort genannt, Konfliktpotenzial. Das klingt jetzt so ein bisschen negativ. Was ich damit eigentlich sagen will, ist, dass wir in der Praxis de facto keine Streitigkeiten darüber haben, ob es Sinn macht, ein sustainable Produkt anzubieten oder den Geschäftszweck danach auszurichten, sondern manchmal einfach auf der einen Seite mehr Flexibilität gefordert wird, als man geben will, oder vielleicht auch bei der Festlegung der KPIs, bei der Festlegung der Messwerte unterschiedliche Ansichten bestehen, auf die man sich aber wie in jedem anderen Kreditvertrag auch dann am Ende immer eigentlich gut einigen kann. Und es eben an einigen dokumentatorischen Stellschrauben im Markt Diskussionen gibt, insbesondere bei der Frage, was passiert eigentlich, wenn man die festgelegten Messwerte nicht trifft? Ist das dann ein Kündigungsgrund oder nicht? Also was passiert da? Das sind einfach derzeit auch noch Themen, die durchaus, offen diskutiert werden. Und da wird es sicherlich auch mit Verfestigung auch Transparenzschaffung durch die Taxonomieverordnung, dann glaube ich auch schneller in Richtung eines Marktstandards gehen, weil man einfach durch, und das ist ja das erklärte Ziel auch der Taxonomieverordnung, durch die Transparenz und durch die Nachverfolgungsmöglichkeit der Kriterien natürlich auch eine erhöhte Messbarkeit dieser Kriterien schaffen kann und will. Und so natürlich dann auch die Frage der Konsequenzen einfacher angeknüpft werden kann, als wenn man in Graubereich oder noch To-be-discussed-Bereich operiert. Und was ja letztendlich, Michaela, einen schönen Übergang zu dem Thema Greenwashing ist, ist es ja so, dass das nicht nur öffentlich geschieht bei öffentlichen Finanzprodukten, sondern auch in diesen dezidierten, eigentlich privatrechtlich komplett untransparenten Darlehensvertrag, ne? So ist es. Und deswegen kann ich nur sozusagen aus unserer Marktpraxis vielleicht noch berichten, bevor ich dann auch die Runde für Fragen eröffnen würde wollen, dass
wir derzeit wirklich sehr verstärkt Aktivitäten, gerade auch unternehmensgetriebene Aktivitäten sehen, Finanzprodukte, insbesondere Darlehen, Unternehmensdarlehen, doch auch abgestimmten Sustainability-Kriterien zu unterstellen. Und wie man das insbesondere dann in Bezug auf Klima, CO2-Anforderungen konkret darstellen kann, werden wir nachfolgend noch hören. Wir würden jetzt jedenfalls für den regulatorischen Rahmen die Fragerunde eröffnen und vielleicht noch einen kurzen Ausblick geben, was ESG oder Sustainability sonst noch bei uns bedeutet. Harald, würde ich kurz an dich geben und dann gerne fragen. Ganz genau, nur in einer kurzen Bemerkung. Das Thema ist halt unseres Erachtens von Simmons & Simmons viel, viel weiter als nur der Bereich Finance, sondern es betrifft Datenschutz, Fondsstrukturierung, Arbeitsrecht natürlich. Wir haben letztendlich hier in diesem Kreis mal dargestellt, wo wir als Kanzlei überall Anknüpfungspunkte haben und natürlich auch beraten. Aber das soll es dann auch gewesen sein. Frau Pischer, vielen, vielen Dank, dass wir uns hier oder Ihnen hier diese Sache darstellen können. Wir freuen uns auf Fragen, weil ich denke, es wird bestimmt einige geben. Ja, also ich habe zu danken, dass wir Sie heute gewinnen konnten für den Vortrag. Und jetzt starten wir mal in die Fragen tatsächlich. Also die erste Frage, die reinkam, war, kann die Regulierung wirklich Greenwashing verhindern und wirklich grünere Produkte schaffen? Oder ist das viel Lärm und wenig Wirkung? Ja, also es ist natürlich eine wirklich sehr gute Frage, insbesondere auch, wenn man die Vorrede von dem Herrn Anschott sich nochmal vergegenwärtigt. Ich fand das sehr interessant, habe mir das auch notiert, weil ich es in der expliziten Form noch nie gehört habe. Anti-Green-Movement, ja, Stichwort Energiepreise, und kann auch eine schlechte Regulierung oder eine Überregulierung oder eine nicht verständliche Regulierung dazu führen. Insbesondere auch im Finanzproduktbereich einfach mal das gute alte Verhältnis von Risk und Return. Also weil jeder Anleger insbesondere auch erstmal nach einer Rendite strebt, so nachhaltig sie auch sein mag und so sinnvoll es ist, auch in nachhaltige Strategien zu investieren, die ja auch ein Renditetreiber ist. Also die Nachhaltigkeit an sich soll ein Renditetreiber sein. Nur ist nicht der einzige Aspekt einer Finanzanlage. Als wir damit angefangen haben, im Sinne von uns diese Regulierungsbestrebung anzugucken, hätten wir nie gedacht, dass das, ich muss mal sagen, so ausufert, ja. Ich glaube schon, dass es in die richtige Richtung geht, dass Kapital umgelenkt wird. Wir sehen einen unheimlichen Trend in der Branche zu sustainable Produkten, die jetzt endlich auch nachgefragt werden. Wir sehen allerdings auch einen Trend zu sagen, dass man möglichst grün sein will, was natürlich die besprochenen Greenwashing-Risiken hervorrufen wird. Sehen wir bis jetzt einen Anti-Green-Movement? Ich denke nicht, erstmal per se. Nur falls, und wir sind noch nicht am Ende der Reise angelangt, die Regulierung komplizierter und ich sag mal für auch den für den normalen Anleger ungreifbarer wird, ist natürlich das Risiko durchaus da, dass es nicht die erhoffte Wirkung findet. Das sehe ich schon. Okay, vielen Dank. Eine zweite Frage, die uns erreicht hat, war, was bedeuten denn die ganzen Regularien konkret für mein Darlehen? Und da geht es ein bisschen darauf an, was die Frau Sopp vorher schon gesagt hat. Wird alles länger und komplexer. Ja, ich hatte ja schon versucht, glaube ich, genau, weil diese Frage hören wir durchaus öfters und uns stellen Unternehmen, gerade wenn es darum geht, sollen wir denn jetzt so ein Darlehen oder Schuldverschreibung oder was auch immer angehen, stellen uns durchaus oft die Frage, ist es denn den Aufwand wert, um es mal etwas platt auszudrücken?
Und da ist es tatsächlich so, es hat natürlich ein paar Weiterungen in der Dokumentation. Auf der anderen Seite hatte ich ja schon in dem Vortrag kurz dargestellt, dass sich diese Weiterungen eigentlich auf, sag ich mal, auf die Offenlegungspflichten, auf die Informationspflichten mehr oder weniger konzentrieren und dass das etwas ist, was sozusagen dann ohnehin naturgemäß oder auf natürliche Weise von den Unternehmen produziert werden würde, so sie sich denn ohnehin einer nachhaltigen Unternehmensstrategie und eben zu nachhaltigen Unternehmenszielen verpflichtet haben. Deswegen lautet da, glaube ich, die Antwort, dass natürlich der regulatorische Rahmen viel aussieht, aber in der Dokumentation sich der Aufwand definitiv überschaubar hält und deswegen definitiv machbar ist, insbesondere wenn man natürlich dann weiter betrachtet, dass man dadurch ja, sag ich mal, ein übergeordnetes Ziel erreichen will, wo vielleicht ein paar Sätze mehr durchaus drin sein sollten, wenn ich das mal so untechnisch formulieren darf. Vielen Dank. Ich glaube, wir haben noch Zeit für eine letzte Frage. Und zwar, ich als Kunde eines kleineren Unternehmens, der aktuell noch nicht betroffen ist von den Offenlegungsverordnungen. Ich habe jetzt ja gehört, oder der Kunde hat gehört, dass er vielleicht 2026 betroffen sein wird. Aber inwieweit sollte man sich jetzt schon auf den Weg machen? Inwieweit bin ich indirekt betroffen? Und noch eine Folgefrage daraus. Es gibt ja in der Taxonomie viele Themen, die adressiert sind, viele technische Screening-Kriterien. Aber mein Produkt ist zu klein dafür. Ich weiß gar nicht genau, was mein Screening-Kriterium ist. Wie mache ich mich da auf den Weg, um auch Greenwashing vorzubeugen? Ja, also vielleicht, wenn ich die erste Teil der Antwort geben darf. Wir sehen das so, dass vielleicht zwar jetzt rein zahlentechnisch die Thresholds, was gilt für welche Unternehmen, jetzt erstmal nur für große Unternehmen gelten, 2026 dann für kleinere Unternehmen, aber eben auch, sag ich mal, mit dem Kriterium Börsennotierung. Nichtsdestotrotz ist unsere Meinung, dass sich rein regulatorisch und rein rechtlich der Zug sozusagen weiter in diese Richtung bewegen wird und gegebenenfalls durchaus auch von in Anführungszeichen noch kleineren Unternehmen dann entsprechende Offenlegungspflichten abverlangt werden. Und mal abgesehen vom, sage ich mal, rechtlichen Rahmen, ist es natürlich schon auch so, dass Finanzprodukte eventuell, ich will jetzt nicht sagen, ausschließlich in dieser Form, ich glaube, so, da sind wir noch tatsächlich weit davon entfernt, aber, sag ich mal, zu attraktiven Konditionen oder auch vielleicht Zugang zu verschiedenen Finanzmarktprodukten leichter wird, wenn ich mich in diese Richtung bewege. Und die zweite Komponente der Frage ist ja, wie kann ich mich eigentlich dahin bewegen, wenn vielleicht ich noch gar nicht angefangen habe oder mein Produkt, wie Sie gerade gesagt haben, vielleicht zu klein ist. Ich glaube, da kommt es darauf an, als Unternehmen, sich sozusagen zum einen die entsprechenden Ziele zu stecken. Und das kann theoretisch auch ein kleines Ziel sein, wenn es, um so mal in der EU-Sprachregelung zu bleiben, ambitioniert ist. Und dann sozusagen mit Hilfe der Bank und vielleicht auch externen Advisern, da werden wir ja auch noch einige hören, die richtigen KPIs und die richtigen Messwerte festzulegen. Das muss nicht immer gleich Carbon Zero in 2 years ja, sein, sondern es geht eigentlich darum, sozusagen vielleicht von platt gesagt gar nicht grün einen ambitionierten Schritt in die richtige Richtung zu machen und da in Abstimmung mit den genannten Parteien die richtigen KPIs zu finden. Und da wäre meine Antwort, das macht auf jeden Fall auch Sinn für kleinere Unternehmen. Also absolut, vielleicht noch ergänzend in dem letztendlich kleineren Bereich, Bekannter von mir, der ist letztendlich M&A-Berater, was halt so die Nachfolgeplanung ankam, und dann meinte er in einem Mandat zu mir: Mensch Harald, da kam jetzt auf einmal ein Investor auf mir zu und will so eine ESG-Liste von mir haben, was ist denn das? Ja, also sprich, es ist in dem Bereich
angekommen, also auch für die kleineren Unternehmen, die insbesondere natürlich Finanzbedarf haben, sei es jetzt durch eine Nachfolgeplanung oder anderes. Und die Kriterien der Taxonomieverordnung, auch wenn sie nicht direkt anwendbar finden, denke ich, geben auf jeden Fall einen guten Indikator und werden sich zum Marktstandard entwickeln. Wunderbar. Vielen lieben Dank. Es ist eigentlich ein guter Übergang zu unserem nächsten Vortrag. Aber erst nochmal vielen herzlichen Dank, dass Sie heute dabei waren und danke für diesen Impulsvortrag. Und Dankeschön. Genau, dann würde ich zum nächsten Programmpunkt übergehen. Und ich freue mich, Ihnen unseren nächsten Vortragenden, das ist der Herr Dr. Adrian Dietz von der Sustainable AG, vorzustellen. Er ist Doktor, hallo, guten Morgen, Herr Dietz. Er ist Doktor in der Geochemie, da verspricht mich immer, da muss man aufpassen, also Biogeochemie. Und er hat mehrjährige Erfahrung in der Entwicklung von Umweltmesssystemen und Forschungsprojekten. Und außerdem entwickelt und implementiert er auch wissenschaftsbasierte Klimastrategien für Unternehmen. Beschäftigt sich dadurch täglich mit den Fragestellungen wie um Netto-Null, Dekarbonisierungsstrategien, Transitions- und physische Risiken, den Carbon Footprint und die CO2-Reduktionspfade für Unternehmen. In seinem Vortrag wird er uns einen Überblick geben über erstmal die Frage, was ist eigentlich eine Klimastrategie? Welche Phasen gibt es da? Welche Schritte? Wo fange ich eigentlich an? Und es geht quasi vom Carbon Footprint über dann wirklich eine dezidierte strategische Umsetzung und eben Reduktionsmaßnahmen via Klimaschutzmaßnahmen. Und außerdem wird er darauf eingehen, was die Klimastrategie 3.0 ist und was für neue Elemente es dort gibt. Nochmal die Erinnerung an alle, Sie können uns wieder im Laufe des Vortrags gerne Ihre Fragen zuschicken über die zwei Kanäle, das Chatfenster, ich habe eine Frage oder fragen@bnb.de. Und damit gebe ich an Herrn Dr. Dietz. Vielen Dank. Wie Sie sicherlich wissen, sitzen ab nächster Woche viele Menschen in Glasgow und sprechen über den Klimawandel und die Zukunft unseres Planeten, wie wir 1,5 Grad und Netto Null erreichen können. Das ist wichtig, weil der Klimawandel betrifft die Gesellschaft und die Wirtschaft gleichermaßen. Das Klimarisiko ist ein Investitionsrisiko, das sagt Larry Flink, CEO von BlackRock. Sie als Unternehmer haben Interesse daran, auf aktuelle Entwicklung vorbereitet zu sein. Sie werden im folgenden Vortrag sehen, dass der Klimawandel Risiken birgt, aber dass diese durch eine Klimastrategie vermieden werden können. Mein Name ist Adrian Dietz. Ich bin Berater bei der Sustainable AG. Die Sustainable AG ist eine Nachhaltigkeitsberatung mit dem Schwerpunkt auf Klima in München. Und ich halte heute einen Vortrag über die Klimastrategien im Kontext der aktuellen Entwicklung. Die Agenda schaut aus wie folgt. Ich werde zuerst auf die Klimastrategie als unternehmerische Notwendigkeit eingehen, dann auf das Drei-Phasen-Modell und zum Schluss gebe ich ein kurzes Wrap-up und wir können die Fragen, falls Sie welche haben, beantworten. Ich kann gleich hier mit dem Hintergrund anfangen. Das, was Sie da sehen, das sind die Warming Stripes von Ed Hawkins. Diese zeigen, wie sich die Erde von 1850 bis zu unserer jetzigen Zeit erwärmt hat. Sie sehen rechts, sind die Streifen sehr, sehr dunkelrot. Das heißt, es wird immer wärmer. Und das führt zu ungeahnten Klimafolgen. Sie alle haben wahrscheinlich die Bilder aus dem Ahrtal noch im Kopf. Überschwemmungen, Katastrophen, Menschen, die ihre Heimat verlieren. Aber was vielleicht den wenigsten noch im Sinn ist, das sind die Bilder aus dem Jahr 2018, wo wir einen extremen Hitzesommer hatten, der zu Trockenheit geführt hat. Und zwar zu einer Trockenheit, die so groß war, dass die Binnenschifffahrt in Europa fast zum Erliegen gekommen ist. Das hatte wirtschaftliche Folgen in Höhe von 5 Milliarden Euro. Allein die BASF hat 250 Millionen Euro Verlust gemacht. Diese Risiken betreffen die gesamte Wertschöpfungskette. Der Klimawandel führt zu Extremwetterereignissen. Und diese wiederum betreffen die Wertschöpfungskette. Das fängt bei der Rohstoffgewinnung an. Wir haben Ausfälle, es kommt zu der Verknappung von Rohstoffen, das führt zu einem Preisanstieg. Wir haben Schäden in der Transportinfrastruktur, Verzögerungen in der Lieferkette. Das wiederum führt dazu, dass Unternehmen nicht produzieren können, dass es eventuell Schäden an Produktionsstätten gibt, dass vielleicht aufgrund eines fallenden Grundwasserspiegels die Kühlung ausfällt. Und natürlich hat es auch Auswirkungen auf die Beschäftigten, die unter Hitzestress leiden, nicht arbeiten können oder vielleicht sogar ihre Heimat verlieren
und dafür für lange Zeit beschäftigt sind, diese wieder aufzubauen. Wenn wir jetzt, das war sehr aufs Unternehmen bezogen, ein bisschen rauszoomen und uns die Stakeholder anschauen, die aufs Unternehmen wirken. Wie sieht das aus? Wir haben gesagt, wir haben die Umwelt, wir haben zunehmende Klimawandelrisiken, physische, und diese wirken aufs Unternehmen. Gleichzeitig wirken die aber eben auch auf die Gesellschaften, auf weitere Stakeholder. Die Wissenschaft zum Beispiel beschäftigt sich schon seit Jahrzehnten mit dem Klimawandel und gibt immer wieder Ziele heraus. Die aktuellsten Ziele sind die Net-Zero-Ziele, wissenschaftlich basierte Ziele für Unternehmen. Die Gesellschaft fordert zur Transformation auf und die Investoren fordern nach einer nicht finanziellen Berichterstattung, wie bereits meine Vorredner schon gesagt haben. Und schlussendlich macht die Politik verschärfte Gesetze und Regularien. Da möchte ich einen kurzen Überblick im Folgenden geben. Weil Nachhaltigkeit und Klimaschutz wird zum Compliance-Thema. Angefangen mit der Vorstellung des EU Green Deal in 2019, über die EU-Taxonomie-Verordnung und den Circular Economy Action Plan in 2020, bis zur Novelle des deutschen Klimaschutzgesetzes in diesem Jahr und dem Entwurf der Corporate Sustainability Reporting Directive. Und jetzt ein kleiner Outlook für das Jahr 2023, da wird das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz in Kraft treten. Diese ganzen Regularien hier, es ist nur ein kleiner Ausschnitt, betreffen aber alle Klima, die haben alle Klimakomponenten drin. Deswegen ist es so wichtig. Jetzt möchte ich auf das Drei-Phasen-Modell der Klimastrategie eingehen. Und zwar, eine Klimastrategie ist wesentlich für den Geschäftserfolg. Sie zeigt klimawandelbezogene Chancen und Risiken auf. Sie zeigt die Kosten und Wege zur Klimazielerreichung auf. Und schlussendlich gibt sie einen Ansatz, ihr Geschäftsmodell resilient zu gestalten. Es gibt ein Ziel. Dieses ist klar definiert und es ist gleichermaßen aber auch herausfordernd. Bis vor kurzem haben wir noch über Well Below 2 Grad gesprochen. Das hat sich vor ein paar Jahren geändert. Da kam das 1,5 Grad Ziel hinzu. Und was jetzt gerade passiert, parallel zu dieser Veranstaltung hier, findet eine Parallelveranstaltung statt, und zwar von der Science-Based Targets-Initiative. Es ist eine Initiative, oder es ist, kann man sagen, der Standard für Unternehmen, sich Klimaziele zu setzen und Reduktionsmaßnahmen einzuleiten. Und da geht es um nichts weniger als das Ein-Grad-Ziel oder den Ein-Grad-Pfad mit dem Ziel, Net Zero zu erreichen. Die Klimastrategien haben sich im Laufe der Zeit verändert. Eine Klimastrategie führt dazu, dass sie die Ziele, die ich eben gezeigt habe, auch erreichen können. Bis 2017 hat eine Klimastrategie aus zwei Komponenten bestanden. Und zwar, man hat sich die Standortemissionen angeschaut und hat sich überlegt, wie kann man den Standort, wie kann man die Emissionen an diesem Standort reduzieren. Die Klimastrategie 2.0, die noch bis ins diese Jahr aktuell war, ging einen Schritt weiter. Diese hat die Wertschöpfungskettenemissionen bilanziert. Also sprich, das sind die Emissionen aus der vor- und nachgelagerten Lieferkette. Und gleichzeitig hat sie sich Ziele gesetzt, das Well Below 2-Degree-Ziel und das 1,5-Grad-Ziel. Die Klimastrategie 3.0 geht jetzt noch einen ganzen Schritt weiter. Und zwar greift die nicht nur die Bilanzierung in der Wertschöpfungskette auf, sondern identifiziert auch Reduktionsmaßnahmen in der Wertschöpfungskette. Und der Pfad ist klar, es sind 1,5 Grad, es gibt keine 2 Grad mehr. Was noch dazugekommen ist, ist eine Klimarisikoanalyse. Ich habe Ihnen vorhin gezeigt, welche physischen Risiken auf Sie wirken. Und diese werden damit analysiert, identifiziert und auf Ihr Geschäftsmodell übertragen, wie resilient Sie sind. Gleichzeitig werden die Compliance-Anforderungen gescheckt in der Klimastrategie, in der Berichterstattung. Und das Ziel ist auch klar, es geht Richtung Net Zero. Nun komme ich zu den drei Phasen der Klimastrategie. Zuerst, um es ein bisschen leichter zu halten, Klimastrategie 2.0 und dann die zusätzlichen Phasen der Klimastrategie 3.0. Bei einer klassischen Klimastrategie beginnt man mit der Schaffung der Datenbasis. Das beinhaltet in einem ersten Schritt die Erstellung des Corporate Carbon Footprint, kurz CCF. Anschließend wird ein Daten- und Prozessmanagement eingeführt, weil Sie bekommen jedes Jahr Daten, neue Daten. Sie entwickeln auch den Corporate Carbon Footprint weiter. Das heißt, es ist ganz wichtig, ein Daten- und Prozessmanagement einzuführen. Als nächsten Schritt
wird die Klimastrategie gestaltet. Das heißt, sie setzen sich Ziele. Ich habe schon vorweggenommen, früher hat man die Wahl gehabt, mittlerweile eigentlich nicht mehr. 1,5 Grad, Net Zero ist das Ziel. Und um dieses Ziel zu erreichen, werden Reduktionspotenziale identifiziert und im Idealfall danach auch noch eine Szenarioanalyse durchgeführt, welche Wege es gibt, die Ziele zu erreichen und wie viel die in verschiedenen Szenarien kosten. Ich werde darauf aber im Folgenden noch genauer drauf eingehen. Und um das Ganze zu vollenden, es muss ja auch umgesetzt werden, wird die Klimastrategie in die Governance-Struktur eingesetzt. Das heißt, es werden Verantwortliche festgesetzt, es werden Ziele für die einzelnen Standorte festgesetzt und das Ganze wird über KPIs gesteuert. Und zum Schluss muss das Ganze natürlich auch kommuniziert werden, und zwar intern und extern, um alle Stakeholder zufriedenzustellen. Kommen wir nun zu den neuen Punkten, Klimastrategie 3.0. Bei der Datenbasis ist neu dazu gekommen, die Analyse von Klimarisiken. Ich habe es schon angesprochen. Diese wird identifiziert, welche Risiken auf Ihr Geschäft wirken. Und es wird dann in der Gestaltungsphase überlegt, wie kann man diese Risiken vermeiden, um Ihr Geschäftsmodell resilient gegen den Klimawandel zu gestalten. Und schlussendlich kommt dann noch der Compliance-Check dazu. Ist alles, was gemacht wird im Zuge der Klimastrategie, compliant? Ich möchte nur ein bisschen tiefer gehen. Ich fange an mit dem CCF, weil wichtig zu begreifen ist, dass Standortemissionen nur die Spitze des Eisbergs sind. Wir nennen diese Emissionen Scope 1 und 2 Emissionen. Das sind die direkten und die indirekten Standortemissionen, die durch das Unternehmen direkt erzeugt werden. Das ist zum Beispiel sowas wie Heizung, Strom, eigene Autos. Die machen ungefähr 20% ihres Footprints aus. Der größere Teil sind die Scope 3 Emissionen. Die machen 80% aus. Das sind die Emissionen in der Wertschöpfungskette, die Emissionen der vor- und nachgelagerten Lieferkette, wie zum Beispiel Einkauf, Logistik, die Nutzungsphase, Geschäftsreisen oder eben auch die Entsorgung. Ich werde jetzt darauf eingehen, wie Sie am Standort, nicht in der Wertschöpfungskette, am Standort Ihr Klimaziel mit Netto Null erreichen können. Hier dargestellt ist nochmal in Orange der 1,5 Grad Pfad mit Netto Null Ziel und ein Business as usual Szenario in Gelb. Das heißt, da ist ihr unternehmerisches, das sind die Emissionen bezogen auf ihr unternehmerisches Wachstum. Diese steigen gleichermaßen, wie ihr Unternehmen wächst. In einem ersten Schritt, um ihre Emissionen zu reduzieren am Standort, können sie grüne Energie einkaufen. Allerdings sollten Sie hier darauf achten, dass Sie hochqualitative Energie einkaufen, um Greenwashing zu vermeiden. In einem nächsten Schritt sollten Sie sich über Energieeffizienzmaßnahmen Gedanken machen. Also wie können Sie Ihren Standort energieeffizienter gestalten? Das können Ihre Maschinen sein, es können aber auch ganz banale Sachen sein, wie zum Beispiel eine einfache Umrüstung von einer Glühbirne auf LEDs oder Leuchtstoffröhren auf LEDs. Und in einem nächsten Schritt sollten Sie sich über die Eigenerzeugung Gedanken machen. Also wie viel des Energieverbrauchs können Sie über den eigenen Bedarf abdecken? Es bleibt allerdings eine Lücke, und das sehen Sie unten in Grau dargestellt. Das ist, sind die Emissionen, die trotz aller Bemühungen auf dem Weg nicht vermieden werden können. Wir nennen diese die unvermeidbaren Restemissionen. Und diese sollten kompensiert werden. Allerdings auch hier unsere Empfehlung, wirklich nur das zu kompensieren, was unvermeidbar ist an den Restemissionen, um auch hier eben Greenwashing zu vermeiden. Jetzt möchte ich auf die Szenarioanalyse eingehen. Das ist ein wichtiger Part in unserer Klimastrategie, denn die gibt Ihnen verschiedene Wege auf, Ihr Ziel zu erreichen und deckt eben auch die Kosten auf, die auf diesem Weg entstehen. Was haben wir? Wir haben einerseits die Investitionskosten, die unterteilen wir in Technologie. Das ist die Flottenumstellung, die Umstellung von Heizanlagen auf Wärmepumpen zum Beispiel oder auch die Energieeffizienzmaßnahmen, die ich schon oft angesprochen habe. Und die Eigenerzeugung. Und dann gibt es die operativen Kosten. Das ist die grüne Energie, also sprich Biogas oder Grünstromeinkauf und schlussendlich auch die Kompensation. Wir machen in der Regel drei Szenarien, die alle das gleiche Ziel verfolgen, Net Zero, aber in unterschiedlichen Qualitäten. Das möchte ich Ihnen jetzt kurz erklären, was ich damit meine. Und zwar das Szenario 1 ist das Szenario mit dem niedrigsten Ambitionsniveau. Das bedeutet, es wird weniger in Technologie und Eigenerzeugung investiert, sondern es wird mehr grüne Energie eingekauft und die,
die Emissionen, die nicht abgedeckt sind, kompensiert. Das führt zu höheren operativen Kosten und zu geringeren Investitionskosten. In einem mittleren Szenario, unser Szenario 2, mittleres Ambitionsniveau, geht die Qualität ein bisschen höher. Das heißt, es wird mehr investiert in Technologie und Eigenerzeugung und die operativen Kosten in operative Kosten gleichermaßen. Das letzte Szenario ist das ambitionierteste. Das heißt, hier würden Sie all in gehen. Sie würden sagen, okay, alles, was ich an Technologie umrüsten kann in meinem Unternehmen am Standort, rüste ich um. Alles, was ich an Energie selbst produzieren kann, produziere ich an Energie selber. Und ich versuche nur den allerkleinsten Teil durch Zukauf die Emissionen zu reduzieren. Und das meinen wir mit qualitativen Unterschieden. Wir sehen, wir sehen eine hohe Qualität darin, wenn man wirklich dekarbonisiert, also aktiv am Standort es angeht. Niedriges Ambitionsniveau oder niedrige Qualität sehen wir an, wenn man es passiv macht, also sprich die Sachen von einem Anbieter nur zukauft. Hier habe ich ein Beispiel, ein Kundenbeispiel von uns, und zwar Telefonica Deutschland unterstützen wir permanent bei der Klimastrategie. Wie ist die Ausgangslage bei Telefonica gewesen? Sie hatten bereits einen Corporate Carbon Footprint gehabt. Diesen haben wir validiert, geprüft und Verbesserungsvorschläge gemacht. Und anschließend haben wir mit Telefonica die Klimastrategie für sie entwickelt. In einem ersten Schritt haben wir natürlich Reduktionspotenziale erhoben. Das habe ich jetzt hier ausgelassen. Und haben dann auf Basis der Reduktionspotenziale die Klimastrategie-Szenarien erarbeitet. Sie sehen das schon hier. Links Base-Case-Szenario haben wir wirklich nur grüne Energie und Kompensation hinzugekauft. Dann Szenario 2 ist mehr oder weniger gleichberechtigt von Technologie bis Kompensation. Und ganz rechts ist der größte Prozentsatz der Umsetzung in der Technologie und in der Eigenerzeugung. Dann haben wir eine Roadmap entwickelt. Und zwar, wie kann man Net Zero 2025 bereits erreichen? Im Anschluss dazu haben wir die Kosten berechnet in den verschiedenen Szenarien. Sie können sehen, rechts, die Balken werden von links nach rechts höher. Also sprich, das ambitionierteste Szenario ist das mit den meisten Investitionskosten, aber die Ersparnis in den operativen Kosten ist dadurch auch am höchsten. Also es sind exemplarische Werte, möchte ich an dieser Stelle sagen, keine echten Telefonica-Werte. Und gleichzeitig sind aber die Nettokosten, also sprich die Differenz zwischen Investitionen und der Einsparung der operativen Kosten in den Szenarien relativ identisch. Das heißt, ein hohes Ambitionsniveau zahlt sich in jedem Fall aus. Was wir dann gemacht haben, wir haben die Governance zusammen mit aufgebaut, wir haben die internen Verantwortlichkeiten festgesetzt, wir haben KPIs festgesetzt und wir haben die Roadmap umgesetzt. Und ganz zum Schluss eben auch, es gibt ja verschiedene Bausteine in der Klimastrategie, wie Sie gesehen haben, haben wir zusammen mit Telefonica auch die Finanzierung gesichert. Das waren die Standortemissionen, aber der größte Hebel liegt natürlich in den Emissionen der Wertschöpfungskette. Hier dargestellt mit einem großen dunkelblauen Balken. Auch hier ist ein Business-as-usual-Szenario eingebaut, und zwar die Wertschöpfungskettenemissionen, wenn Sie als Unternehmen wachsen, wachsen natürlich auch gleichermaßen mit. Und jetzt geht es natürlich auch hier darum, Reduktionspotenziale zu identifizieren. Welche können das sein? Das kann sein einerseits im Einkauf die Materialbeschaffung, dass man sich überlegt, welches Material ist mit weniger energieintensiv hergestellt worden und hat dadurch geringere Emissionen. Oder man kann auch die Kreislauffähigkeit der Materialien beeinflussen, die man zukauft. Logistikemissionen. Man kann mit den Logistikunternehmen zusammenarbeiten und denen Zielvorgaben machen, ihre Emissionen zu reduzieren in der Logistikkette. Und schlussendlich, wenn Sie ein Unternehmen sind, was Maschinen produziert, die im Lebenszyklus Energie verbrauchen, kann man diese einerseits energieeffizienter gestalten, aber man kann auch mit den Kunden zusammenarbeiten, wie diese die energieeffizienter nutzen können. Es gibt noch 12 weitere Wertschöpfungskettenkategorien. Aber über diese können wir uns gerne in einem bilateralen Gespräch im Anschluss der Veranstaltung unterhalten. Wie bereits schon gesagt, der Klimawandel birgt Risiken. Und zwar transitorische und physische. Ich möchte jetzt hier erstmal auf die transitorischen eingehen. Das ist Politik und Recht, Technologie, Markt und Reputation. Beispiele für politische Risiken sind unter anderem die steigende CO2-Bepreisung. Sie haben es mitbekommen, dieses Jahr neue CO2-Bepreisung in Deutschland.
Der CO2-Preis steigt von 25 Euro im Jahr in diesem Jahr auf ungefähr 60 Euro im Jahr 2025. Technologische Risiken, die Substitution bestehender Produkte durch emissionsärmere, sehen wir gerade Tag für Tag auf der Straße. Unsere Autos, die mit fossilen Verbrenner fahren, werden substituiert durch Elektroautos. Dann gibt es steigende und volatile Rohstoffkosten. Ein gutes Beispiel ist hier die Textilindustrie. Die Nachfrage nach nachhaltigen Klamotten, nachhaltiger Baumwolle, die steigt an. Das führt aber dazu, oder das Problem ist, dass diese Baumwolle nicht so schnell nachwächst, wie die Nachfrage steigt. Das heißt, hier kommen Lieferengpässe ins Spiel. Und schlussendlich Reputationsrisiken. Denn viele der jüngeren Generation boykottieren mittlerweile Marken, die sich keine Nachhaltigkeitsziele gesetzt haben. Physische Risiken werden unterteilt in chronisch und akut. Die chronischen Risiken können zum Beispiel sein die Verlagerung der Klimazonen, und das wiederum führt dazu, dass sich Obst- und Gemüseanbaugebiete verlagern. Die akuten Risiken sind Lieferengpässe durch Naturkatastrophen. Und da muss man jetzt sagen, das ist auch spannend, weil 6% der Importe nach Deutschland liegen in 12 Ländern, die als vulnerabel gegenüber dem Klimawandel gelten. Also auch hier wirklich ein wichtiges Thema. Die transitorischen Risiken und die physischen Risiken hängen zusammen. Und ich finde diesen Part sehr spannend, den zu verstehen auch. Und zwar, Sie haben ja schon mal von den verschiedenen Szenarien gehört, die 4-Grad-Welt und die 2-Grad-Welt. Wenn wir jetzt weniger Klimaschutz betreiben, das heißt, wir mitigieren weniger, führt das dazu, dass wir mehr emittieren und dadurch mehr in die 4-Grad-Welt rüberschlittern. Das heißt, die physischen Risiken nehmen zu und die Transitionsrisiken werden weniger. Umgekehrt, wenn wir jetzt aktiv dekarbonisieren, Emissionen einsparen, minimieren wir dadurch die physischen Risiken und kommen zu den transitorischen Risiken. In jedem Fall kann man sagen, dass die transitorischen Risiken und die damit einhergehenden Chancen besser beeinflussbar sind als die unvorhersehbaren physischen Risiken. Und darauf aufbauen möchte ich Ihnen kurz die Klimarisikoanalyse vorstellen. Die bewertet die Schadensanfälligkeit für Ihr Unternehmen. Sie ist unterteilt auf der Y-Achse in die Eintrittswahrscheinlichkeit der verschiedenen Risiken von gering bis hoch und auf der X-Achse der Bruttoschaden von niedrig bis gravierend. Man kann hier beides abbilden, sowohl Transitionsrisiken als auch physische Risiken. Die verschiedenen Farben zeigen an, wenn sich ein Risiko im grünen Bereich befindet, dann sollte man es beobachten. Wenn es im gelben ist, dann sollte man sich Gedanken darüber machen, wie man damit umgehen kann, ob man dagegen steuern kann. Und wenn es im roten Bereich ist, dann sollte man auf jeden Fall handeln und versuchen, dieses Risiko zu minimieren oder ganz wegzubekommen. Hier sind Beispiele, sowohl transitorische als auch physische Risiken. Physische Risiken sind hier als Lawinen und Sturm dargestellt. Und die transitorischen Risiken sind zum Beispiel die fossilen Energieträger und die Rohstoffkosten. Ich will jetzt hier aber gar nicht genauer darauf eingehen, weil das nur ein Beispiel ist. Kommen wir hier wieder zu einem Kundenbeispiel. Best Practice Metro hat von uns eine Szenarioanalyse von Klimarisiken eingefordert. Die Ausgangslage bei Metro war folgendermaßen. Sie hatten bereits einen Carbon Footprint, haben eine Klimastrategie gemacht, aber hatte Sorge, dass, weil es ja Händler sind, dass es zu Lieferengpässen und zu Risiken in der Lieferkette kommen könnte. Deswegen wurden wir angefragt, diese zu identifizieren und wie sich diese auf die Geschäftsaktivitäten auswirken. Das haben wir realisiert dadurch, indem wir die Risiken in der Wertschöpfungskette identifiziert haben, indem wir eine Analyse auf die Auswirkungen der Geschäftsaktivitäten auf Basis der Klimarisiken gemacht haben. Dann haben wir verschiedene Szenarien entwickelt, 2 bis 4 Grad, und wie sich eben diese Szenarien auf das Sortiment auswirken würden. Also sprich, wenn die Welt wärmer wird oder wenn sie nicht ganz so warm wird. Von einer kühlen Welt kann man ja mittlerweile leider nicht mehr reden. Und dann haben wir bewertet, wie sich diese Klimarisiken finanziell auf die Geschäftsaktivitäten auswirken. Es gibt nicht nur Risiken, zum Glück, es gibt auch Chancen.
Chancen sind zum Beispiel die Ressourceneffizienz. Also sprich, wenn die Ressourcen knapper werden, wie kann man diese effizienter nutzen? Was sind andere Energiequellen, die Sie als Unternehmen nutzen können? Was für neue Produkte und Services können Sie entwickeln auf Basis mit dem fortschreitenden Klimawandel? Welche neuen Märkte können Sie erschließen? Und wie können Sie Ihr Geschäftsmodell resilient gegenüber dem Klimawandel bestreiten? Beide Faktoren, sowohl die Risiken des Klimawandels als auch die Chancen des Klimawandels, sollten in die Unternehmensstrategie und die Klimastrategie mit einfließen. Kommen wir nun zur Zusammenfassung. Ich will hier nochmal mit einem Best-Practice-Beispiel starten, weil das wirklich eine coole Sache ist. Siemens Healthineers haben wir eine vollumfängliche Klimastrategie-Roadmap gemacht. Und zwar auch hier die Ausgangslage, es gab einen Corporate Carbon Footprint und auf dieser Basis sollten wir eine Klimastrategie entwickeln. Das haben wir gemacht. Wir haben die Roadmap erstmal entworfen. In dem Zuge haben wir die CO2-Reduktionspotenziale an den Standorten erhoben und berechnet. Gleichermaßen haben wir dann eine Szenarioanalyse zur Klimazielerreichung gemacht, wie ich es Ihnen bereits gezeigt hatte. Dann haben wir die Wertschöpfungsketten-Emissionen berechnet und im selben Zug auch Reduktionspotenziale identifiziert entlang der Wertschöpfungskette. Im Anschluss haben wir dann eine Governance aufgesetzt, inklusive KPIs und zum Schluss dann noch eben beraten bezüglich der nicht finanziellen Berichterstattung und einen vollumfänglichen Compliance-Check gemacht. Sie haben nun einen Einblick gekriegt in die Klimastrategie, ihre Bestandteile und wie diese auf ihr Unternehmen wirken und was sie damit bewirken können, wenn sie diese umsetzen. Genauso wie welche Herausforderungen auf Sie warten und welche Schritte notwendig sind, jetzt zu handeln. Weil die Schaffung einer kohlenstoffarmen Wirtschaft ist billiger als die Kosten des Klimawandels. Und zwar wurde von der European Central Bank berechnet, dass die Transformation zu einer dekarbonisierten Wirtschaft nur 2% des europäischen Bruttoinlandsproduktes versus 10% beim Business-as-usual-Szenario betragen. Aktuelle Werte von 2021. Sie haben es nun in der Hand, wie diese Töpferin ihren Topf gestaltet, die Zukunft ihres Unternehmens zu gestalten. Sie als Unternehmen müssen die Transformation zu einer dekarbonisierten Wirtschaft aktiv angehen. Mit einer effektiven Klimastrategie formen Sie Ihr zukünftiges Geschäftsmodell. Im Prinzip kann man sagen, eine Klimastrategie ist ein Must-Have für ein Unternehmen, das dekarbonisieren will. Die Klimastrategie macht Ihr Unternehmen zukunftsfähig, es zeigt Risiken, Chancen auf, zeigt Ihnen die Kosten auf und macht Ihr Geschäftsmodell, gibt Ansätze, Ihr Geschäftsmodell resilient zu gestalten. Wie Sie gesehen haben, ist die Klimastrategie ein wichtiger Baustein für einen zielgerichteten Dekarbonisierungsprozess. Es gilt jetzt je nach Wissensstand in den Unternehmen, sich mit den ersten Schritten einer Klimastrategie auseinanderzusetzen oder weitere einzuleiten, um die ersten Schritte zu einer dekarbonisierten Wirtschaft zu beschreiten. Das bringt Ihnen, dass Sie Unternehmen zukunftsfähig aufstellen können, entstehende Compliance-Anforderungen erfüllen können und Risiken in der Wertschöpfungskette identifizieren und im besten Fall auch vermeiden können. Aber das Allerbeste zum Schluss jetzt: Heute Abend können Sie nach Hause gehen und mit Ihren Kindern am Essenstisch darüber reden, wie Sie einen klimafreundlichen Planeten gestalten können, bevor diese zu Fridays for Future aufbrechen. Wenn Sie im Anschluss noch Fragen haben zur Klimastrategie oder auch anderen Punkten rund um das Klima betreffend, sind hier meine Kontaktdaten, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Vielen Dank. Hallo und nochmal vielen Dank uns für diesen sehr tollen und sehr eindrucksvollen Vortrag. Ich denke, es ist sehr klar geworden, ne, dass es sich lohnt zu handeln und dass wir auf jeden Fall handeln müssen. Aber ich glaube, die Zuhörer, die hier drin sind, die denken das ja sowieso, sonst würden sie sich nicht hier eingewählt haben. Aber jetzt kommen wir zu den ersten Fragen, die uns erreicht haben. Genau. Die erste Frage war: Welche Herausforderungen haben Ihre Kunden bei der Entwicklung einer Klimastrategie? Und was raten Sie ihnen? In der Regel ist die größte Herausforderung tatsächlich der Start, also überhaupt mal anzufangen, die Daten zu erheben, einen ersten Carbon
Carbon Footprint zu errechnen. Und zwar einfach angefangen bei Scope 1 und 2 und das Ganze dann auch auszuweiten. Also Scope 3 ist mit Sicherheit, also die Wertschöpfungskettenemission, die größte Herausforderung, wo wir jetzt auch sehen, dass immer mehr Kunden auf uns zukommen, weil da wohl ein sehr großer Painpoint liegt. Aber schlussendlich auch bei der Klimastrategie selber, es ist die Umsetzung, also sprich die Implementierung ins Geschäftsmodell, die Reduktionsmaßnahmen umzusetzen und da vor allem auch ein Verständnis bei vielen Kollegen zu erreichen, die vielleicht noch nicht das Verständnis aufbringen können, warum jetzt ausgerechnet in ihrem Bereich reduziert werden muss und weil das ja auch alles mit Kosten zusammenhängt, klar. Mhm. Ja. Wenn wir gerade schon von Kosten sprechen, da kam auch die Frage, wie teuer ist denn so ungefähr so eine Implementierung von einer Klimastrategie? Kann man das überhaupt sagen? Das ist ein Jein, weil es hängt sehr stark von der Branche ab. Also sprich, wie energieintensiv ist die Branche? Also wenn Sie jetzt zum Beispiel ein Aluminiumhersteller oder ein Stahlproduzent sind, dann wird das natürlich teurer, weil Sie haben einen sehr hohen Energiebedarf und es gibt Stand jetzt auch noch nicht die Technologien, die es ihnen ermöglichen, ihre Produktionsprozesse zu dekarbonisieren. Hatten wir kürzlich erst die Herausforderung, deswegen kann ich das ganz gut sagen. Aber es gibt Wege und Mittel, vor allen Dingen, wenn man mittel- und langfristig denkt, kommen neue Technologien, die einen da unterstützen. Aber wie gesagt, das ist mit Kosten verbunden. Allerdings, wenn Sie jetzt zum Beispiel ein Hersteller von Getränken sind, dann haben sie weniger Kosten, weil sie weniger energieintensiv produzieren und dadurch ist die Umstellung es ist kostengünstiger, die Emissionen zu reduzieren. Mhm. Da schließt sich die Folgefrage eigentlich ganz gut an. Was sind Ihrer Meinung nach die Branchen, die am schnellsten handeln sollten, eben auch weil sie am meisten Risiken ausgesetzt sind? Also eine ganz klare Ansage, alle. Okay. Ich sehe da wirklich keine Ausnahme. Wenn wir Netto Null erreichen wollen, dann sollten jetzt alle anfangen zu dekarbonisieren und sich Gedanken darüber zu machen, wie sie Emissionen reduzieren können. Okay, und mal andersrum gefragt, welche Branchen sind denn nach Ihrer Erfahrung diejenigen, die schon am weitesten sind oder die schon am flächendeckendsten angefangen haben und sich schon am meisten zukunftsfähig aufgestellt haben in der Hinsicht? Auch das kann man jetzt nicht sagen, das ist branchenübergreifend. Also unsere Kunden sind wirklich breit gefächert. Die sind von Automobilzulieferern über Energieversorger, über große Getränkehersteller, globale, bis hin auch zu Automobilproduzenten oder auch der kompletten Chemieindustrie. Was da allerdings auffällt, ist weniger die Branche, sondern vielmehr die Größe des Unternehmens. Also sprich, größere Unternehmen, gerade börsennotierte Unternehmen, haben einen wesentlich höheren Druck aufgrund der Stakeholder und der politischen Rahmenbedingungen zu handeln. Und die sind dementsprechend weit. Und was uns jetzt auffällt, dass halt mehrere kleinere Unternehmen, mittelständische Unternehmen jetzt auf uns zukommen und jetzt diesen Weg bestreiten. Also um es zusammenzufassen, es ist nicht branchenabhängig, sondern es ist eher abhängig von der Größe des Unternehmens. Dann haben wir eine ganz praktische Frage reinbekommen. Sie hatten ja am Ende nochmal gesagt, ne, dass die Transformation weitaus weniger kostet als die Business-as-usual-Szenario. Da haben Sie jetzt die Zahlen 2% und 10% genannt. War das jährlich oder bis das war insgesamt. Insgesamt das war bis 2050 oder? 50, genau. Mhm. Okay, von heute wenn quasi bis 2050. Ja. Okay. Ja. gut, dann noch eine weitere Frage. Und zwar, Sie haben es schon angesprochen, die Scope-3-Betrachtung ist am schwierigsten, da aber am meisten dran, ne? 80% der Emissionen, haben Sie selber gesagt. Da kam die Frage, wie realistisch halten Sie denn eine flächendeckende Umsetzung des Scope 3 und ist es überhaupt möglich? Dann auch die Frage kam, wie kann ich denn überhaupt meine ganze Wertschöpfungskette abdecken? Mhm.
Also das ist nichts, was der Einzelne schaffen kann, sondern das geht wirklich nur zusammen. Wir haben zurzeit ein sehr großes Projekt, wo es eben auch genau darum geht, und zwar um Supplier Engagement. Und das ist nicht so, dass jetzt top-down die Unternehmen vorgeben, lieber Supplier, jetzt liefer mir mal bitte die Werte, sondern es geht wirklich darum, gemeinsame Lösungen zu finden und zu erarbeiten. Also sprich, diejenigen zu befähigen, die sich noch nicht in der Lage sehen, LCAs, also Life Cycle Assessments durchzuführen, PCFs zu berechnen, auch da ausholen, PCF Product Carbon Footprints, Entschuldigung für die zu schnelle Kurzform. Ich halte es für realistisch, langfristig, ja, um auf Ihre Frage zurückzukommen, aber es ist nichts, was ein Einzelner tun kann, sondern es geht nur gemeinsam. Über Supply Engagement zum Beispiel. Ja, sehr. Und da haben wir jetzt eine noch sehr technische Frage. Das ist jetzt gar nicht gefallen hier, aber weil Sie ja sehr viel über die Klimaszenarien auch gesprochen haben, Ihre Meinung rund um die Diskussion von Net Zero. Wie wichtig halten Sie denn Carbon Capture Technologien, um das Ziel zu erreichen? Danke. Das ist eine spannende Frage. Tatsächlich halte ich die für sehr wichtig. Allerdings mittel- bis langfristig. Es ist ja jetzt aktuell vor ein paar Wochen die erste wirklich betriebsfähige Carbon Capture Storage Anlage in Island in Betrieb gegangen. Die presst CO2 in Basalte. Ich habe das schon länger verfolgt. Jetzt läuft sie endlich. Allerdings muss man sagen, ich glaube, die schafft in einem Jahr so viel, wie an einem Tag emittiert wird. Also man muss dazu sagen, das ist vermutlich, also ist nur eine Testplant, wenn man so möchte. Aber wir arbeiten auch hier mit Unternehmen zusammen und machen uns intensiv mit denen Gedanken über die Implementation im laufenden Geschäft über Carbon Capture Utilization. Also sprich, wie kann man das anfallende CO2 umwandeln, ganz banal bei Getränkeherstellern zum Beispiel in Kohlensäure oder auch in weiterführende Produkte. Also ja, es ist wichtig, aber es steckt noch ein Stück weit in den Kinderschuhen. Und ich weiß von anderen Kunden, die sich intensiv über die Finanzierungsmöglichkeiten oder auch Investitionsmöglichkeiten in Carbon Capture Technologien auseinandersetzen. Wir haben noch Zeit für eine letzte Frage und da wird es ein bisschen politisch. Da wurden Sie gefragt, aus Ihrer Meinung, um die Ziele zu erreichen, Sie haben ja gesagt 1,5 Grad. Denken Sie, ist es sinnvoller, mit Verboten zu arbeiten oder doch über den Markt zu gehen mit Emissionsbetreibung? Können Sie das nochmal wiederholen mit Verboten? Ja, Verboten, ne? Zum Beispiel, es darf nicht mehr geflogen werden in Deutschland, jetzt ganz plakativ, denke ich, wie die Grünen das damals im Wahlkampf oder ich glaube, länger her gesagt haben, oder durch die Bepreisung, durch quasi die Bestrafung von Emissionen. Ich finde, Bestrafung ist immer so ein hartes Wort. Also es ist so, wenn Strafen, harte Strafen, dass man jetzt gar nicht mehr fliegen darf oder ähnliches, halte ich jetzt für weniger sinnvoll. Das führt nur zu Unruhe und führt dann zu einem Widerstand. Allerdings sollten gewisse Regularien eingeführt werden, wie es bereits ja schon der Fall ist, die halt wirklich auch den Weg ebnen. Aber gleichzeitig müssen halt auch Chancen gesetzt werden, also sprich Subventionen in eben neue Technologien, dass diese finanziell unterstützt werden, dass sich sowas auch weiterentwickeln kann. Okay. Vielen lieben Dank. Ich würde dann sagen, beenden wir hier Ihren Impulsvortrag. Vielen lieben Dank, dass Sie dabei waren. Wir haben uns sehr gefreut. Danke. Und dann wünsche ich Ihnen einen schönen Tag und gehen dann zum nächsten und dritten Impulsvortrag des heutigen Tages. Und ich freue mich jetzt, Ihnen den Herrn Dr. Sebastian Müller vorstellen zu dürfen. Ah, da ist er schon, perfekt. Herr Müller ist der Gründer von Right Based on Science. Zukunftsorientiertes und sicheres Wirtschaften bedeutet für ihn eine kluge Entkopplung von Wertschöpfung und Ressourcenverbrauch. Und Herr Dr. Müller ist bei Right Based on Science vorrangig verantwortlich für die Betreuung von neuen Kundinnen und begleitet diese bei der Transition in Richtung einer Paris-konformen, einer 2%
2%, 2 Grad Welt, Entschuldigung. Und in seinem Vortrag wird er uns erläutern, warum er denkt, dass Carbon Footprint erst der Anfang ist. Right Based on Science hat ein Modell entwickelt, das sogenannte XDG-Modell, X-Degree Compatibility-Modell, und es kombiniert Ökologie und Ökonomie und drückt die Ergebnisse in einer sehr greifbaren, anschaulichen Zahl aus, in 2 Grad Celsius-Betrachtung. Herr Müller sagt, dadurch den innovativen KPIs für die Finanzierung und Strategien nichts mehr im Wege. Eine Erinnerung nochmal, schicken Sie uns gerne Ihre Fragen an fragen@bayern.de oder da neben dem Bildschirm haben Sie ja das, die Möglichkeit, Ihre Fragen direkt an uns zu schicken. Und damit übergebe ich an Herrn Dr. Müller. Vielen Dank, dass Sie da sind. Vielen Dank für die Vorstellung, Frau Pieser. Sehr geehrte Damen und Herren, ich fühle mich geehrt, heute als Impulsredner eingeladen worden zu sein und möchte Sie wiederum einladen, mit mir eine imaginäre Reise zu unternehmen. Von Ihren Anfängen in Ihrem Unternehmen in die Zukunft. Eine Zukunft, in der durch die Technologie und Innovation der Übergang in eine dekarbonisierte Wirtschaft gelingt. Moment, die Technologie wird es richten? Das hat sie schon immer getan? Nein, das sage ich nicht. Sie sind entscheidend, aber dazu gleich mehr. Und damit würde ich gern meinen Vortrag beginnen. Zu Beginn möchte ich Sie bitten, an Ihren ersten Arbeitstag zurückzudenken. Was würden Sie sagen, welche Vision, welches Technologieverständnis hatten Sie damals an Ihrem ersten Tag im Unternehmen? Und wie hat sich dies seither gewandelt? Inwiefern wurde Ihre Vision innerhalb Ihres Unternehmens bereits verwirklicht? Durch das Fachwissen, die Kompetenz und den Innovationsgeist Ihrer Mitarbeitenden, Ihrer Kolleginnen und Kollegen. Was bleibt noch zu tun? Und was bedeutet Fortschritt ab jetzt? Was ist denn Fortschritt? Er entsteht, wenn visionäre Ideen auf reiche Erfahrung und außergewöhnliche Fähigkeiten treffen, die über einen langen Zeitraum hinweg aufgebaut wurden. Wenn innovative Lösungen für echte Probleme gefunden werden. Daher kommt die Begeisterung für Technologien. Daher kommt auch das Selbstvertrauen, dass wir für alles, was auf uns zukommt, eine Lösung finden werden. Aber wirklich auf alles? Wir alle kennen das Schicksal von Unternehmen, die diese Vision von Fortschritt nicht teilen. Nokia ist ein prominentes Beispiel für ein Unternehmen und sein Management, das sich zu sehr mit der Optimierung der bereits bestehenden Technologie beschäftigte und darüber hinaus vergaß, zu hinterfragen, welche Probleme neue, bahnbrechende Lösungen erfordern könnten. Das Gegenbeispiel findet sich in Nokias Unternehmensgeschichte selbst. Einst ein Unternehmen, das aus den 4 Geschäftsbereichen Papier, Elektronik, Gummi und Kabel bestand, entwickelte es sich zu einem renommierten Technologieunternehmen. Die große Vision, die Idee, die Sie antreibt und motiviert, und gleichzeitig das ultimative Problem, das nach Innovationen Lösungen verlangt, ist insbesondere für junge Talente, die ihre Karriere beginnen, heute der Klimawandel. Unter Fortschritt versteht man die Nutzung der enormen technischen Fähigkeiten, die in den letzten Jahrzehnten aufgebaut wurden, um nichts Geringeres als die Zukunft zu gestalten. Eine Zukunft, in der nicht nur Unternehmen florieren, sondern auch das Leben. Der Einsatz könnte nicht höher sein und die Herausforderung ist enorm. Sie erfordert eine tektonische Verschiebung der Art und Weise, wie wir Energie erzeugen, wie wir uns von A nach B bewegen, ganz allgemein, wie wir leben. Aber lassen Sie uns einen Schritt zurückgehen. Warum ist die Lösung des Klimawandels das nächste Thema des Fortschritts? Was ist daran so interessant? Warum ist es so fesselnd? Erstens. Der Klimawandel ist groß. Wenn wir keine Lösungen finden, um ihn aufzuhalten, kann der Klimawandel das weltweite Bruttoinlandsprodukt um bis zu 20% verringern. Zum Vergleich, Corona führte im Jahr 2020 zu einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 3%. Aus rein wirtschaftlicher Sicht ist das nicht nachhaltig. Im wahrsten Sinne des Wortes.
Das bedeutet, der Klimawandel wird ein so dominierendes Thema werden, dass Unternehmen, die weiterhin so tun, als gäbe es ihn nicht oder als hätten sie zumindest damit nichts zu tun, obsolet werden. Zweitens, der Klimawandel ist beängstigend. Er ist beängstigend, weil so vieles an ihm ungewiss ist. Der Spielraum für meist negative Überraschungen ist riesig. Um es klar zu sagen, damit meine ich nicht, es gibt keine Unsicherheit darüber, dass der Klimawandel stattfindet. Das sage ich nicht. Aber es besteht eine gefährliche Ungewissheit darüber, wie genau er besteht. Und es besteht eine gefährliche Ungewissheit darüber, wie genau er ablaufen wird und wie die hochkomplexen Auswirkungen unseres täglichen Lebens beeinflusst werden. Diese Ungewissheit, die lähmt uns und lässt uns wohl erst dann wirklich verstehen, wenn es zu spät ist. Dafür ein, wie ich finde, besonders erschreckendes Beispiel. Der Bericht des Weltklimarats, des IPCC, der 2014 veröffentlicht wurde, stellte fest, dass in nur einem aus vier betrachteten Szenarien ein nahezu eisfreier arktischer Ozean im September 2050 wahrscheinlich wäre. Das wurde als Worst-Case-Szenario, auch bekannt als RCP 8.5, bezeichnet. Für alle anderen Szenarien konnte nicht mit Sicherheit vorhergesagt werden, wann oder ob überhaupt die Arktis im September eisfrei sein könnte. Im jüngsten IPCC-Bericht, der im August diesen Jahres veröffentlicht wurde, heißt es inzwischen, in allen fünf betrachteten Szenarien wird erwartet, dass die Arktis mindestens einmal vor 2050 im September praktisch eisfrei sein wird. Wobei dies bei höheren Erwärmungswerten weit häufiger vorkommen wird. Das bedeutet, das Zeitfenster, um diesen gefährlichen Kipppunkt zu vermeiden, hat sich zwischen diesen beiden Berichten für immer geschlossen. Ich wiederhole, für immer geschlossen. Während wir über das Verbot von Plastikstrohhalmen, über Mitarbeiterfahrräder oder über einen angemessenen Preis von CO2-Zertifikaten gestritten haben, solange wir weiter über triviale und bedeutungslose Dinge debattieren, werden weitere Chancen verpasst. Mit jedem überschrittenen Kipppunkt wird die Ungewissheit darüber, wie sich der Klimawandel auswirken wird, größer. Und damit schwieriger zu kontrollieren. Das Einzige, was wir daraus lernen können, ist, Emissionen müssen jetzt reduziert werden, um so viel von dieser Ungewissheit noch zu vermeiden, wie wir können. Drittens, für diejenigen, die sich nicht so sehr für die wirtschaftlichen oder wissenschaftlichen Details des Klimawandels interessieren, bietet die soziale Seite des Klimawandels viele weitere Gründe, warum die Lösung des Klimawandels das zentrale Thema des Fortschritts in diesen Tagen ist. Nur ein Beispiel. Während der sogenannten Flüchtlingswelle gab es im Jahr 2015 476.649 Asylanträge. Nach einer Studie werden bis 2050 143 Millionen mehr Klimamigranten allein aus Lateinamerika, Subsahara-Afrika und Südostasien erwartet. 143 Millionen in den kommenden knapp 30 Jahren. Ich habe Ihnen aus drei verschiedenen Perspektiven, der wirtschaftlichen, der wissenschaftlichen und der sozialen, Argumente genannt, warum der Klimawandel die Agenda für wirklich fortschrittliche Unternehmen bestimmt. Aber bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Es geht dabei nicht um ein Entweder-Oder. Vielmehr ist es das Zusammenspiel all dieser drei Dimensionen, welches den Klimawandel zu dem prägenden Thema unserer Zeit macht. Um die globale Erderwärmung auf maximal 1,5 Grad Celsius einzubremsen, wäre eine Emissionsreduzierung in der gleichen Größenordnung erforderlich, wie wir sie während der Corona-Pandemie erlebt haben. Minus 7,6%. Und zwar jährlich. Aber anders als während der Corona-Krise, muss dabei eine gesunde Wirtschaft erhalten bleiben. Und damit das für die Finanzierung des Übergangs erforderliche Kapital aufgebracht werden kann. Ich präsentiere Ihnen dies nicht, um allgemeine Informationen zu liefern. Vielmehr hoffe ich, Ihnen vermitteln zu können, wie bedeutsam Ihre Rolle als Unternehmer und Finanzierer für diese Transition ist. Ihre Organisation
verfügen über so viel ausgeprägtes Wissen, Fähigkeiten und Erfahrung, die für die Begrenzung des Klimawandels auf 1,5 Grad Celsius von entscheidender Bedeutung sind. Ich wage zu behaupten, dass das, was Sie haben, mächtiger sein könnte als jede Art von politischer Agenda. Die Kehrseite davon ist die daraus resultierende Verantwortung, dies in eine wirtschaftliche Chance für Ihr Unternehmen zu verwandeln. Denn nur so können Sie Ihr wertvolles Kapital einsetzen, um auch Ihrer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht zu werden. Aber kann es für Sie als Lenkerinnen und Lenker eine spannendere Situation als diese geben? Jährliche Emissionsreduzierung um 7,6% und gleichzeitig wirtschaftlicher Wohlstand. Die Technologie spielt bei diesem Vorhaben eine große Rolle. Sie denken jetzt vielleicht, okay, wenn wir einen Technologiefahrplan haben, der den Klimawandel lösen würde, wo ist dann das Problem? Warum regt sich Herr Müller so auf? Das Problem dabei ist, dass dies nur die Theorie ist und die Realität etwas anders aussieht. Ein wesentliches Hindernis für die Umsetzung des notwendigen Technologiefahrplans ist die Tatsache, dass nicht genug in diese Lösung investiert wird. Und warum? Ein wichtiger Grund ist, dass die Menschen von Natur aus sehr resistent gegen große Veränderungen sind. Dies ist aus evolutionärer Sicht sogar sinnvoll. Man stelle sich nur das Chaos vor, das Ausmaß an Instabilität und Diskontinuität, wenn das nicht so wäre. Allerdings befinden wir uns jetzt in einer Situation, wie wir heute am Vormittag und wie ich es auch bereits erläutert habe, in der die menschliche Natur gegen uns arbeitet. Die große Frage, neben der Frage, welche Maßnahmen uns theoretisch zu einer Angleichung auf diese 1,5 Grad Celsius Marke bringen, lautet also, wie können wir uns gegenseitig unterstützen, um sicherzustellen, dass wir unseren Widerstand gegen Veränderungen überwinden? Seien wir mutig und formulieren diese Frage neu. Wie können wir die Menschen mobilisieren, den Wandel anzunehmen, den Wandel zu schaffen und ihn vielleicht sogar zu zelebrieren? Lassen Sie mich Ihnen jetzt etwas vorstellen, das meiner Meinung nach zu den vielversprechendsten Instrumenten dafür gehört. Die Kommunikation der Klimawirkung eines Unternehmens oder einer anderen Wirtschaftseinheit in Grad Celsius. Wer möchte langfristige Geschäftspartnerschaften mit einem 4,2 Grad Celsius Unternehmen eingehen? Wer will sein Geld in einen 3,5 Grad Celsius Fonds investieren? Wer will schon für ein 3,8 Grad Celsius Unternehmen arbeiten? Entscheidend ist aber nicht, welche Unternehmen bereits bei der 1,5 Grad Celsius Kompatibilität angekommen sind, sondern welche Unternehmen die Transition wirklich angehen und meistern. Aber das muss nachweisbar und messbar sein. Denn dann ändern sich die Fragen. Wer möchte bei einem 3,8 Grad Celsius Unternehmen am glaubwürdigen Fahrplan in die Richtung 1,5 Grad Celsius mitarbeiten? Wer möchte in einen 3,5 Grad Celsius Fonds investieren, der nur solche Transitionsunternehmen hält, die ihr Geschäftsmodell für eine 1,5 Grad Celsius Welt umbauen? Und wie würde es sich anfühlen, wenn Sie Partner an Ihrer Seite hätten, die auf transparente Weise von 4 Grad Celsius auf 1,5 Grad Celsius umstellen? Da tun sich ganz neue Möglichkeiten auf, nicht wahr? Die Kommunikation der Klimaauswirkungen in Grad Celsius gehört zu den vielversprechendsten Lösungen, um den notwendigen Wandel zu katalysieren. Sie lädt Menschen ein und spornt sie sogar an, aktiv zu werden, sich aktiv zu engagieren und die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Was ist es, dass Sie nachts nicht schlafen lässt, entscheiden müssen oder etwas bewegen wollen, aber ohne die richtigen Informationen, Kompetenzen und Werkzeuge? Die Gradzahl ist ein frappierend einfacher Indikator, die vielseitigen Möglichkeiten zu analysieren, zu bewerten, zu entscheiden, umzusetzen, ja, Veränderungsdruck in wirtschaftliche Chancen zu verwandeln. Die internationale Gemeinschaft hat sich zudem auf dieses Ziel im Pariser Klimaabkommen geeinigt. Ein Temperaturziel. Es macht einfach Sinn, auch die Klimawirkung von Unternehmen und Investments und wirtschaftlichen Einheiten direkt
mit diesem Temperaturziel in Verbindung zu bringen. Klingt toll, aber seien Sie sich bewusst, was das für Sie bedeutet. Sie nehmen an einem Wettlauf teil, ob Sie das wollen oder nicht. Aufgrund der schwerwiegenden Auswirkungen des Klimawandels auf die Wirtschaft bauen die Finanzmärkte derzeit Transparenz über die Temperaturausrichtung ihrer Anlagen auf. Wer begrüßt den Fortschritt und wandelt sich zu einem 1,5 Grad Celsius Unternehmen? Und wer steckt fest und steuert unaufhaltsam auf 3 Grad oder 4 Grad Celsius zu? Für die Finanzmärkte bedeuten 1,5 Grad Celsius Unternehmen eine finanzielle Chance, während Unternehmen, die über 1,5 Grad Celsius liegen, zunehmend ein Risiko darstellen. Denken Sie auch an die Frage, wer will für ein 3,8 Grad Celsius Unternehmen arbeiten, das keine glaubwürdigen Pläne für den Übergang in eine 1,5 Grad Celsius Ausrichtung hat. Wohin werden wohl Talente und Fachkräfte gehen? Es ist nicht schwer zu verstehen, wie schwerwiegend dies für den Erfolg und die finanzielle Gesundheit eines Unternehmens ist. Früher oder später wird einer ihrer Konkurrenten eine wissenschaftlich fundierte Strategie, nicht nur ein Ziel, zur Umstellung auf die 1,5 Grad Celsius Bedingungen bekannt geben. Und diese Ankündigung wird nicht der Startschuss sein, der das Rennen eröffnet. Vielmehr ist diese Ankündigung der erste Blick auf die Ziellinie, und in diesem Moment werden Sie hinterherlaufen. Um die Dringlichkeit zu unterstreichen, bereits seit 2013 ist bekannt, dass 75% aller fossilen Brennstoffe, die auf den Finanzmärkten eingepreist sind, im Emissionsbudget für eine Zukunft unter 2 Grad Celsius Erderwärmung nicht mehr vorgesehen sind. Sie dürfen nicht verbrannt werden. Zur Erinnerung, das Ziel des Pariser Klimaabkommens ist es, die globale Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius oder zumindest deutlich unter 2 Grad Celsius zu begrenzen. Diese Finanzblase ist um ein Vielfaches größer als die Subprime-Krise von 2008. Seitdem arbeiten Finanzinstitute daran, Transparenz zu schaffen und herauszufinden, welche Unternehmen für ihren finanziellen Erfolg von diesen nicht verbrennbaren Emissionen abhängen. Diese Temperaturausrichtung ist eine der besten Antworten auf diese Frage, weshalb weltweit führende Regulierungsgremien wie zum Beispiel die TCFD begonnen haben, ihre Offenlegung zu fordern. Gewinner und Verlierer sind Teil dieser inhärenten Logik. Die Analyse der Temperatur von Unternehmen, um diese zu identifizieren, war noch nie so relevant. Was ist nun aber ein gutes Investment? Ich habe Ihnen drei Beispiele aus der Automobilbranche mitgebracht. VW, Daimler und BMW. Ich habe Ihnen auch den Carbon Footprint dieser drei Unternehmen mitgebracht. Aber was sagt Ihnen das? Ich habe Ihnen mitgebracht die Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Unternehmen und die Anzahl der Produktionsstätten. Gibt es jetzt ein Verhältnis? Ich habe Ihnen noch dazu mitgebracht, dass alle drei Unternehmen gewisse Klimaziele gesetzt haben. Carbon Neutral in einem gewissen Jahr, bezogen auf die von Herrn Dr. Dietz angesprochenen Scope 1, 2 und oder 3 Emissionen. Was ist jetzt aber ein gutes Investment? Herr runtergebrochen sagen uns alle drei Konzerne, dass sie eine gewisse Menge an Emissionen bis zu einem gewissen Zeitpunkt in der eher ferneren Zukunft auf null reduzieren werden. Das ist ein gutes und ambitioniertes Ziel. Da verstehen Sie mich nicht falsch. Das ist gut und ambitioniert. Das ist aber in etwa so, wie werden Sie sich am 1. Januar eines Jahres im Fitnessstudio anmelden. Einer solchen Ambition, und das hat auch Herr Dr. Dietz bereits deutlich gemacht, sollte eine Aktivität folgen, eine gut überlegte. Lassen Sie es mich verdeutlichen, vieles, was beeindruckend klingt, Klimaneutralität oder Neudeutsch Net Zero, in einem bestimmten Jahr, in meinem Beispiel hier in 2050. Reicht einfach nicht aus für 1,8 Celsius. Die Kernfrage lautet, ist das nur gut oder ist das gut genug? Beide Kurven, die rote und die grüne, führen zu Net Zero in 2050.
Wir haben am heutigen Morgen einen erhellenden Vortrag zum Greenwashing gehört. Die Aussage, Net Zero in 2050 zu sein, trifft hier auf beide Kurven zu. Sie ist rechtlich einwandfrei und bietet keinen Anlass, sich über ein etwaiges Greenwashing zu echauffieren. Das Klima interessiert sich aber nicht für ihre Ziele, sondern für den Weg dorthin. Ganz so, wie sich ihr Körper weder für die Anmeldung im Fitnessstudio interessiert, noch für das Ziel, einen Marathon laufen zu wollen. Nach gefestigten wissenschaftlichen Erkenntnissen interessiert sich das Klima für die Menge an Emissionen, die die Atmosphäre auf diesem Weg noch erreichen. Also die hier rot bzw. grün eingefärbte Fläche unterhalb der Kurven. Also die Menge an Emissionen darstellen, die die Atmosphäre auf dem Weg zu Net Zero in 2050 noch erreichen werden. Gravierender Unterschied zwischen der roten und der grünen Net-Zero-Strategien ist, dass die rote zu 4 Grad Celsius Erderwärmung führen wird und die grüne zu 1,5 Grad Celsius Erderwärmung. Wir brauchen also wissenschaftliche Sachlichkeit, um der Komplexität und der Dringlichkeit dieses Problems adäquat zu begegnen. Sie sehen, strategische Entscheidungen für die Zukunft müssen auf wissenschaftlichen oder klimawissenschaftlichen Fundamenten stehen. Andernfalls ist 1,5 Grad Celsius oder auch unter 2 Grad Celsius nicht zu schaffen. Das heißt auch, Gesetze, Richtlinien und Politik müssen wissenschaftlich fundiert am Pariser Ziel ausgerichtet werden. Das fehlt bisweilen noch. An dieser Stelle erlauben Sie mir ein kurzes Wort zu uns, Right Based on Science oder kurz RIGHT. Wir sind das Unternehmen, das hinter dem XDC-Modell steht. RIGHT wurde von Hannah Helmke und mir gegründet, um die Transparenz über klimabezogene Chancen und Risiken zu erhöhen. Der Name RIGHT drückt nicht die Arroganz aus, anderen zu sagen, was richtig oder falsch ist. Er drückt unseren tiefen Wunsch aus, die Dinge richtig zu machen. Wir wollen die richtigen Themen auf die richtige Art und Weise mit den richtigen Leuten bearbeiten. Bei RIGHT konzentrieren sich 40 Expertinnen und Experten darauf, harte wissenschaftliche und rechnerische Nüsse zu knacken, um den Markt mit dieser einen Sprache zu versorgen, die einen kollaborativen Ansatz ermöglicht, um in Richtung 1,5 Grad Celsius zu steuern. Nähe, Vertrauen und Erreichbarkeit. Mit 40 Spezialistinnen stellen wir eine Art One-Stop-Shop für alle Fragen bezüglich der Berechnung der Klimawirkung. Dabei sind wir zuverlässig, erreichbar, engagiert in der Vermittlung von Antworten und fachlich kompetent. Die Konsequenz, unsere Kundinnen und Kunden können sich auf unsere Informationen, die wir liefern, verlassen. Wir verbinden Wissenschaft, Wirtschaft, Kapitalmarkt, Regulatorik, Gesellschaft mit einer Sprache. Nur so kann die Zusammenarbeit gelingen. Das Pariser Klimaabkommen aus dem Jahr 2015 ist der Bezugspunkt für unsere Arbeit. Über das XDC-Modell lassen sich die Auswirkungen unternehmerischen Handelns mit wirtschaftlichen Entscheidungen auf das Klima in eine anschauliche und aussagekräftige Grad-Celsius-Zahl übersetzen. Und diese Grad-Celsius-Zahl ist ein frappierend starkes Instrument, um die ganze Komplexität der Klimatransition für ein Unternehmen auf eine Zahl zu reduzieren und damit auf nie dagewesene Weise greifbar zu machen. Anders gesagt, endlich gibt es die Möglichkeit, wirtschaftliches Handeln in den globalen Kontext der Klimaerwärmung zu setzen, es in Klimarelevanz zu übersetzen und es damit direkt zu bewerten und auch steuern zu können. Die Grad-Celsius-Zahl ist die Sprache für die Klimatransition. Sie steht für echtes und richtiges Handeln, das den Weg zur Einhaltung des Pariser Klimaabkommens weist und damit deutlich im Gegensatz zur sogenannten Klimaneutralität, die oftmals eher Alibi ist, am Ende eher verschleiert und über die realen Anforderungen und die Dringlichkeit der Klimatransition hinwegtäuscht. Hinter der einfachen Gradzahl steht ein komplexes, wissenschaftlich fundiertes Modell. Das Alleinstellungsmerkmal dieses Modells, unseres XDC-Modells, ist die Ausrichtung auf den hier gezeigten EU Green Deal, der die Wirtschaft als einen der wichtigsten Teile zur Lösung des Klimawandels betrachtet. Das bedeutet, dass bei dieser Herausforderung dass es dabei nicht nur um die Emissionsreduzierung geht, sondern darum, die Emissionen ausreichend
von ihrer Wirtschaftsleistung zu entkoppeln. So soll sichergestellt werden, dass die Wirtschaft stabil bleibt, aber gleichzeitig nur so viel emittiert, wie die Einhaltung des wissenschaftlich ermittelten Emissionsbudgets für die 1,5 Grad Celsius Anpassung erlaubt ist. Ziel ist es, wirtschaftlichen Erfolg und Emissionszuwachs zu entkoppeln. Das ist für Unternehmen gut, für Investoren attraktiv und für den Planeten entscheidend. Je mehr ein Unternehmen seine Wertschöpfung von der Erzeugung von Emissionen entkoppelt, desto niedriger ist die Temperatur. Die Schönheit dieser Logik wird verdeutlicht, wenn wir sie auf Sie bzw. auf Ihr Unternehmen anwenden. Sie senken die Temperatur eines Ihrer Kunden, indem Sie diesem eine saubere Technologie bereitstellen. Sie ermöglichen Ihrem Kunden so, Emissionen zu reduzieren und Kosten zu sparen, was eine Wertschöpfung darstellt. Sie senken damit zudem Ihre eigene Temperatur. Dies erfolgt durch die Entkopplung von Emissionen und Bruttowertschöpfung innerhalb Ihres eigenen Unternehmens. Scope 3 Emissionen, von Herrn Dietz angesprochen, die vor- und nachgelagerte Lieferkette, werden reduziert, wenn Ihre Technologien eingesetzt werden. Durch diese wirtschaftliche Aktivität sollte sich zudem Ihre Bruttowertschöpfung erhöhen. Wenn nun aber ein Konkurrent die Temperatur des Kunden stärker reduziert, führt dies zu Wettbewerb, da niedrigere Temperaturen mit einer höheren Leistung an den Kapitalmärkten verbunden sein wird, was sich wiederum in niedrigen Kapitalkosten für den Kunden niederschlägt. Die eindeutige Konsequenz, die Einstellung oder gar Umstellung des eigenen Geschäftsmodells sollte höchste Priorität haben. Und jeder Tag, an dem Sie später als die Konkurrenz beginnen, ist ein Tag, den es später gilt aufzuholen. Ich möchte zwei interessante Beispiele nennen, wo dies bereits geschieht. Der Reifenhersteller Continental und die Fluggesellschaft SunExpress. Beide Unternehmen nutzen unser XDC-Modell als Kompass für ihren Übergang zur Ausrichtung auf 1,5 Grad Celsius. Beide Unternehmen haben die Zusammenarbeit mit uns durch ihre CEOs initiiert und beide Unternehmen wollen den Wandel in eine Chance verwandeln und nicht nur versuchen, ein Risiko zu vermeiden. Die Continental nutzt das XDC-Modell zum Beispiel, um eine wissenschaftlich fundierte Geschäftsentwicklungsstrategie zu entwerfen, die aus vielen einzelnen, an Paris orientierten internen Investitionsentscheidungen besteht. Diese Strategie sollte die Continental AG in die Pole Position der Zulieferer bringen, die sich neu erfinden, um die OEMs bei der Erreichung ihrer Ziele wiederum zu unterstützen, sich an 1,5 Grad Celsius zu orientieren. Mit dem XDC-Modell ist es möglich, 1,5 Grad Celsius orientierte Investitionsentscheidungen zu tätigen. Investitionen, die wiederum finanziert werden müssen. SunExpress nutzt das Modell, um sein eigenes Geschäftsmodell radikal zu überdenken. Ist es wirklich für eine 1,5 Grad Celsius Welt geeignet? Wie müsste es verändert werden, um die 1,5 Benchmark zu erreichen? Und dann, wie kann der Wandel wirtschaftlich solide vollzogen werden? Indem der Wandel in Grad Celsius mit allen Beteiligten wirkungsvoll kommuniziert wird. Warum sind wir heute auf Einladung der Bayern LB aber zusammengekommen? In aller Offenheit, weil diese Transformation verdammt teuer werden wird und finanziert werden muss. Um das 1,5 Grad Celsius Ziel einzuhalten, bleibt uns kaum noch Zeit. Die Umsetzung muss in der Wirtschaft stattfinden, aber das Kapital dafür muss von der Finanzindustrie kommen. Deshalb setzt nach meinem Verständnis die Regulatorik insbesondere dort die Hebel an. Während all die Unternehmen, die sich heute als Juwele oder Pioniere der Nachhaltigkeit nennen oder diese gar in ihrer DNA haben, wirklich so gut aufgestellt, dann hätten wir kein Problem. Und wir würden heute wohl nicht gemeinsam im Rahmen des ESG Deep Dive der Bayern LB sprechen. Wir brauchen aber eine Methode, die als gemeinsame Sprache für alle Branchen geeignet ist. Gemeinsam nachhaltig, wie es die Bayern LB formuliert. Eingangs habe ich Sie eingeladen, mit mir auf eine imaginäre Reise zu gehen. Ich habe ein düsteres, ja gar beunruhigendes Bild davon gezeichnet,
was Business as usual, Lähmung. Wir sind zu klein, um etwas zu verändern und unsere evolutionäre Angst vor Veränderung bedeuten könnte. Für unsere Lebensweise, für unsere Umwelt, aber auch speziell für Ihre Unternehmen. Ich habe aber auch gezeigt, dass es Möglichkeiten gibt, unser evolutionäres, träges, veränderungsresistentes Gehirn auszutricksen. Wir können Transparenz und Zielklarheit schaffen, indem wir das überwältigend Große in kleine, überschaubare Teile zerlegen. Wir können uns einen sehr konkreten Weg des Verstehens aufzeigen. Was ist unser fairer Anteil und was ist unsere Rolle bei der Dekarbonisierung der Wirtschaft? Pioniere bewegen sich bereits in diese Richtung, um einzigartige Chancen zu ergreifen. Mit diesem Impuls möchte ich Sie einladen, sich voll und ganz Ihrer gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Verantwortung zu stellen, die darin besteht, die Vision von der Lösung des Klimawandels in die Realität umzusetzen, indem Sie mit den außergewöhnlichen Fähigkeiten und dem Fachwissen der Teams Ihrer Unternehmen verbinden, um bei diesem Wandel mitzumachen. Paris fordert 1,5 Grad Celsius, auch von Ihrem Unternehmen. Verglichen mit der Zeit, die dieser Planet existiert, sind es nur noch ein paar Sekunden. Aber Sie haben noch Zeit. Wir haben noch Zeit. Fangen wir an. Ganz herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Müller. Ein sehr interessanter Ansatz und es macht einiges sehr deutlich und zum Greifen. Wir haben natürlich einige Fragen erhalten. Und genau, da würde ich direkt in die erste starten. Also wie Sie auch selber erwähnt haben, gibt es viele Unternehmen, die sich heute schon als klimaneutral bezeichnen oder als, wie Sie auch gerade sagten, ein Teil ihrer DNA. Diese Klimaneutralität wird natürlich oft erreicht durch auch Kompensationszahlungen oder Zertifikate. Ja, und wie stehen Sie dazu? Ist das ein Ablasshandel oder auch auf jeden Fall dringend notwendig? Vielen Dank, Frau Pieser, beziehungsweise an die Fragenstellerinnen und Fragensteller. Klimaneutralität ist natürlich nur Mittel zum Zweck, um das Ziel zu ermöglichen. Die globale Erderwärmung auf diese 1,5 Grad Celsius oder zumindest deutlich unter 2 Grad Celsius einzubremsen. Und so wie Sie sagen, zunehmend viele Unternehmen und auch Finanzmarktakteure verschieben ihren Fokus von der Klimaneutralität auf die Transformation zu 1,5 Grad Celsius. Denn lassen Sie uns vor Augen führen, Transformation heißt ja nicht, dass wir schon da sind, sondern vielmehr, wir sind heute noch nicht da, aber wir ändern uns. Es gibt diese Veränderung. Und die Klimaneutralität, um ganz konkret zu antworten, die Klimaneutralität heute durch Kompensationen oder Zertifikate zu lösen, sehe ich eher als so eine Art Quick Fix an, um einfach direkt heute sagen zu können, wir sind schon da. Aber ohne einen soliden Plan zur Transformation werden wir das nicht erreichen, so dass dieser Quick Fix die Transformation möglicherweise sogar eher bremsen würde. Vielen Dank. Sie haben ja Ihr Modell natürlich vorgestellt und da kam die Frage, ob dieses Modell auf alle Kunden angewendet werden kann oder nur diejenigen, die schon einen nicht finanziellen Bericht haben oder generell schon auf dem Weg sind. Also da ist das Spannende, dass die Modelllogik so aufgebaut ist, dass als Inputparameter lediglich die Bruttowertschöpfung, also das EBITDA plus Personalkosten benötigt werden und dann der auch von Herrn Dietz angesprochene Carbon Footprint, also die Scope 1, 2 und 3 Emissionen entlang des Greenhouse-Gas-Protokolls. Sprich, man kann es auf sehr unterschiedlich große Unternehmen anwenden. Ich hatte jetzt heute als Beispiele die Continental AG und die Sun Express mitgebracht. Wir arbeiten aber auch mit sehr kleinen mittelständischen Betrieben zusammen, die gerade am Anfang stehen, sich ihren Carbon Footprint erheben, EBITDA und Personalkosten kennen aber auch diese Unternehmen, sodass das auch auf kleinere Unternehmen anwendbar ist, die nicht berichtspflichtig sind. Okay, vielen Dank. Jetzt
kam auch die Frage, Sie haben ja erwähnt, dass es ein wissenschaftsbasierter Ansatz ist. Auf was basieren Sie denn Ihre Berechnungen? Ja, das ist eine Zusammenfügung von wissenschaftlich anerkannten Modellen. Wir folgen einmal dieser Entkopplungslogik des EU Green Deal. Wirtschaftsleistung und Emissionen voneinander zu entkoppeln. Das ist die Grundlogik des Modells. Dann kann man bei den Inputdaten ansetzen, wie wissenschaftlich basiert sind diese. Da kommt es natürlich auf die Datenquelle an, da können wir wahrscheinlich noch wochenlang diskutieren, aber Bruttowertschöpfung und Emissionen nach dem Greenhouse-Gas-Protokoll. Und dann ist das eigentliche Modell zusammengesetzt aus verschiedenen Komponenten, dieser Entkopplungslogik folgend. Wir arbeiten dort dann aber mit anerkannten Szenarien, zum Beispiel dem 2 Grad, dem 1,75 Grad oder dem 1,5 Grad Celsius Szenario. Und für die, die genau zugehört haben, es gibt ja gar nicht das 1,5 Grad Celsius Szenario. In unserem Modell können also unterschiedliche anerkannte 1,5 Grad Celsius Szenarien eingesetzt werden. Und so kombinieren wir wissenschaftlich anerkannte Szenarien, auch Zukunftsszenarien, das ist ein Forward-Looking-Modell, mit den Input-Parametern auf unternehmerischer Ebene. Ich habe noch eine weitere Frage zum Modell. Sie haben ja eingangs gesagt, dass es ja die drei Dimensionen gibt, wirtschaftlich, wissenschaftlich und sozial. Und da kam jetzt eben die Frage, inwiefern in Ihrem Ansatz die soziale Komponente erfasst wird. Also natürlich über die Verhinderung des Klimawandels, aber vielleicht gibt es ja noch andere Parameter. Ja, ich denke, wenn man das ganz drastisch runterbrechen wollen würde und in ESG-Kriterien denkt, behandelt das XDC-Modell aus diesem ESG allein das I und aus dem I allein das Klima. Wenn man es ganz radikal runterbricht. Es ist allein die Klimakomponente, so dass ein Unternehmen eine geringe Grad-Celsius-Zahl bei uns im Ergebnis bekommen könnte, was in seiner Lieferkette mit Blick auf soziale Kriterien vielleicht nicht gut abschneidet. Das ist nicht der Anspruch des XDC-Modells. Gleichzeitig ist aber diese soziale Komponente ein Stück weit mit abgebildet, weil unsere Berechnungen starten immer in einem gewissen Basisjahr und werden dann fortgeschrieben. Wir arbeiten bis 2050, das ist ein Forward-Looking-Modell. Und in diesen Szenarien, die wir dort anwenden, das sind die sogenannten Shared Socio-Economic Pathways, also sozioökonomische Szenarien oder ein Szenario-Rahmen, mit dem wir arbeiten, wo soziale Veränderungen mit abgebildet sind. Das wäre so die Einflugschneise, wenn man darüber sprechen wollen würde, inwiefern es bei uns mit integriert ist, dann über diesen Weg, wenn man es ganz streng nimmt, braucht man weitere Filter, um das komplett ausschließen zu können, dass da nicht irgendetwas passiert, was es nicht gerecht wird. Vielen Dank. Ja, wir haben noch die Zeit auf jeden Fall für eine weitere Frage, und zwar die ist, wie kann ein einheitlicher, international gültiger Standard für Nachhaltigkeitskriterien, also ESG-Standard, geschaffen werden? Ich komme aus dem Klimabereich, deshalb bin ich sehr fokussiert auf das E. Und mit Blick auf das E wage ich zu behaupten, wir haben den. Und das 1,5 Grad Celsius Ziel, auf das hat sich die Staatengemeinschaft geeinigt, um mit vereinten Kräften an diesem 1,5 Grad Celsius Ziel zu arbeiten. Da haben die Staaten und die Regierung ja ein sehr machtvolles Signal gegeben. Gleichzeitig müssen wir uns aber ja bewusst sein, dass die große Veränderung bei Ihnen, den Unternehmen, der Umbau, die Innovation bei den Finanzierern stattfinden wird. Das muss in der Wirtschaft geschehen. Aber für diesen Umbau haben wir als Orientierung die 1,5 Grad Celsius. Und dann sind diese Wechselwirkungen zwischen einer klimatisch gesunden Welt und den S- und G-Komponenten sehr, sehr interessant, so dass auch diese 1,5 Grad Celsius-Welt sehr gesund sein sollte für die weiteren Komponenten. Also von daher, um es kurz zu machen, ich würde behaupten, wenn wir uns alle gemeinsam auf 1,5 Grad einigen, bewegen, dann haben wir da eine schöne Marschroute für einen globalen Standard.
Wunderbar. Vielen herzlichen Dank, dass Sie heute da waren und sich die Zeit genommen haben, hier Ihren Vortrag für uns zu erhellen mit Ihrem Vortrag heute. Genau, und dann würde ich jetzt, glaube ich, mich verabschieden und in den nächsten Agenda-Punkt starten. Vielen Dank, Herr Müller, nochmal. Danke. Genau, wunderbar. Also, wir kommen jetzt zum Höhepunkt des heutigen ESG Deep Dives und damit herzlich willkommen zu unserer Panel-Diskussion. Wir haben ja schon viel heute über Transparenzanforderungen gehört und auch, dass es eben Unternehmen als auch eben Finanzstakeholder betreffen wird oder aktuell bereits tut. Das bedeutet natürlich am Anfang erstmal einen Aufwand, aber wie wir auch gehört haben, eben die Vermeidung von Risiken und gegebenenfalls noch vielen weiteren Chancen. Und wir werden Sie eben heute die Frage stellen mit unseren Panelisten zusammen, wie die geforderten zunehmenden Transparenzanforderungen die ESG-Finanzprodukte in Zukunft verändern werden. Zuallererst möchte ich Ihnen aber bitte gerne unsere Panelisten vorstellen. Wunderbar, da sind Sie schon. Hallo zusammen. Ich stelle Ihnen zuerst mal die Frau Gabriele Maurer vor von der Jung Heinrich AG. Sie ist Head of Corporate Sustainability Management und in ihrem Arbeitsweg hat sie sich als Qualitätsmanagerin bereits in vielen Industrien beschäftigt, unter anderem Automobil, Medizin, Sicherheitstechnik und auch Maschinenbau. Und parallel dazu, so sagt Frau Maurer über sich selbst, hat sie durch ihr intrinsisches Interesse an der Natur und dem Schutz derer selbst einen Fokus auf Nachhaltigkeit belegt und ist deswegen heute bei Jung Heinrich in ihrer heutigen Tätigkeit und verantwortlich eben dann für das Sustainability Management und aber auch das Sustainability Performance Management. Herzlichen Hallo. Dank, dass Sie da sind. Danke. Dann begrüße ich in der Runde die Frau Wiebke Merbit. Sie ist Leiterin und für Public Affairs und Nachhaltigkeit bei der Bayern Invest. Sie ist dadurch Expertin in der Implementierung von Nachhaltigkeitsansätzen im Investmentbereich und auf Unternehmensebene und berichtet eben auch die Bayern aus, ein nachhaltiges Finanzunternehmen zu werden oder noch besser zu werden. Und sie ist außerdem Mitglied im Sustainable Finance Beirat der Bundesregierung. Hallo Wiebke, schön, dass du da bist. Hallo Miriam. Dann begrüße ich den Herrn Emanuel Teuber von der Bayern LB. Er ist Leiter des Investment Research und seit 10 Jahren bereits aktiv tätig in den Kapitalmärkten und beobachtet da natürlich einerseits den Aufstieg des nachhaltigen Investments und sowohl aus der Brille des Kunden und des Emittenten. Hallo Emanuel. Und Hallo, last but not least begrüße ich Wolfgang Wagner. Er ist Head of Corporate Finance und Sustainability, also Sustainable Finance bei der Bayern AG. Er hat mehr als 20 Jahre Erfahrung im Corporate Finance Bereich und begleitet die Kunden immer ganzheitlich. Definiert sich und seine Kollegen als Sparing-Partner in der Umsetzung von den strategischen Ausrichtungen des Geschäftsmodells und eben natürlich dann den zugrunde liegenden Finanzierungsansätzen. Für ihn ist Corporate Finance und Nachhaltigkeit unwiderruflich miteinander verbunden und muss daher aus einer Hand auch in der Finanzierung umgesetzt werden. Willkommen, Wolfgang. Vielen Dank, Mia. Super. Und wir werden jetzt starten in unsere Fragen. Moment, habe ich meine Wirtschaft. So, hier bin ich. So, nochmal eine Erinnerung an alle. Es gibt wieder natürlich die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Sie wissen schon Bescheid über fragen@bayernabit.de oder an der rechten Seite Ihres Bildschirms sollten Sie die Möglichkeit haben, direkt an uns die Fragen zu stellen. Genau, dann würde ich in die erste Frage starten und die geht jetzt erstmal in Richtung von Frau Maurer, wenn Sie wollen. Und zwar, wie gehen Sie als Kunde mit dem Thema Nachhaltigkeit um? Was sind aus Ihrer Sicht die ersten Schritte? Wie lange dauert es, bis die Unternehmen überhaupt so weit sind, ein Sustainable Finance Produkt umzusetzen? Und worauf kommt es an aus Ihrer Sicht? Ja, wie gehen Unternehmen mit Nachhaltigkeit um? Wichtig ist für uns, dass die Nachhaltigkeitsbestrebungen vor allem in der Unternehmensstrategie eingebunden sind und die Unterstützung durch das Top-Management gesichert ist. Bei Jung Heinrich ist das zum Glück der Fall. Unser CEO Dr. Broschka ist ein Treiber für die Nachhaltigkeit und die Nachhaltigkeitsstrategie wurde als eine der Hauptbestandteile in die Konzernstrategie eingebettet. Was wir in dem
ja, Kernleitsatz von unserer Strategie Creating Sustainable Value auch deutlich machen. Die Nachhaltigkeitsstrategie wird in der Organisation dann von der Abteilung Sustainable Management umgesetzt. Dazu ist es elementar, andere Fachbereiche mit einzubinden. Denn ja, eine Abteilung alleine kann das Thema Nachhaltigkeit in einem Unternehmen nicht ausreichend voranbringen. Wichtig ist es hierfür natürlich, alle Mitarbeiter einzubinden und die entsprechenden Fachbereiche auch darin zu unterstützen, nachhaltig zu denken und zu handeln. Innerhalb der Nachhaltigkeitsstrategie gibt es dann wieder Schwerpunktthemen. Bei uns, Jungheinrich, ist es zum Beispiel Klimaneutralität, was wir hier auch schon angesprochen haben. Ökoeffizienz und Kreislaufwirtschaft als einer der größten Hebel, um das Thema Klimamanagement auch voranzubringen. Dann natürlich den Kundenbenefit, denn wir haben ja auch heute schon gehört, dass ohne die Einbindung des Kunden jedes Geschäftsmodell der Ausrichtung auf die Nachhaltigkeit nicht funktionieren wird. Nachhaltigkeitsmanagement zum einen als Strukturgeber und Organisation im Unternehmen und das Thema Zusammenarbeit Mitarbeiter und Partner, um eben Mitarbeiter einzubinden, aber auch Kooperationen, wie wir sie heute sehen, aufzubauen und auch am Leben zu erhalten. Und natürlich Nachhaltigkeit dann in der Marke Jungheinrich, quasi das Thema der Kommunikation der Nachhaltigkeit. Dabei geht es weniger darzustellen, was wir heute auch schon angesprochen hatten, sich als grün zu deklarieren, sondern eher darum, auch ein Vorreiter zu sein und auch ein Ansprechpartner in der Rolle der Erfahrung anbieten kann. Genau, bei dem Thema Sustainable Finance Produkte ist es ja so, dass wir auch innerhalb des Schwerpunktthemas Nachhaltigkeitsmanagement das Thema Finance mitbearbeiten. Natürlich stark in der Zusammenarbeit mit unserer Abteilung, die sich mit der Finanzierung auseinandersetzt. Dabei sind natürlich nicht nur Nachhaltigkeitskriterien zu beachten. Und das ist auch der wichtigste Punkt, den ich hier nennen würde, dass es nicht nur um die Kriterien aus dem Finanzbereich geht, auch um die Nachhaltigkeitskriterien, die in die Entscheidung mit dafür einbezogen werden. Hierfür ist vor allem guter Informationsaustausch zwischen den Bereichen notwendig und eine klare Erkenntnis der Notwendigkeit einer nachhaltigen Finanzwirtschaft. Vielen Dank, Frau Maurer. Wolfgang, was kannst du noch hinzufügen aus deiner Erfahrung? Worauf kommt es an? Ja, erstmal herzlich willkommen auch von meiner Seite nochmal. Du hast so schön gesagt, das ist hier das Highlight mit dem Panel. Ich muss gestehen, wir haben schon drei Highlights gehabt, wirklich. Ich finde, alle drei Vorträge waren wirklich hervorragend. Und haben auf verschiedene Art und Weise hier Impulse gesetzt, die für uns alle wichtig sind und die wir alle sicherlich mit viel Eindruck mitnehmen und uns in dem Thema bestärken, das 1,5-Grad-Ziel, aber auch die anderen Themen im ESG zu erreichen und zu verfolgen. Und übrigens auch an dich, Mia, vielen Dank, du machst eine tolle Moderation. Ich glaube, in den Vorträgen ist auch schon viel auf die Anforderungen eingegangen worden. Die Frau Maurer hat ganz toll beschrieben, wie das bei Jungheinrich läuft. Und ich glaube, Jungheinrich ist sogar schon auch vergleichsweise weit. Ja. Viele Unternehmen sind noch längst nicht so weit. Und um es einfach zu halten, geht es am Anfang im Endeffekt um die Strategie. Ja. Erstmal eine Strategie zu finden und um das Thema Transparenz. Und das sind die zwei Themen, die die Unternehmen angehen müssen. Und große Unternehmen haben es da natürlich leichter, weil sie vielleicht auf mehr Ressourcen zugreifen können. Kleine Unternehmen haben es da schwerer. Wir haben heute aber auch Partner vorgestellt und es gibt auch weitere Partner, auch uns als Banken, die bei dem Weg unterstützen. Und ich glaube, diese wesentlichen ersten Schritte, wie es auch der Herr Müller zum Beispiel beschrieben hat oder Herr Dr. Dietz, auf die kommt es an, diesen ersten Schritt zu gehen. Ja, und ich glaube, es ist auch von der Zeitschiene nicht zu unterschätzen. Wir hatten gestern eine Anfrage für eine Finanzierung, die noch dieses Jahr abgeschlossen werden soll. Da war die Frage, können wir denn noch schnell einen ESG-Linked-Loan oder können wir noch einen Green-Loan mit einbauen? In 2 Monaten ist das nicht getan. Und es geht auch nicht darum, dass es hier ein Finanzprodukt aufzusetzen ist und daraus die Strategie, die Nachhaltigkeitsstrategie abgeleitet wird, sondern umgekehrt. Ne? Das Finanzierungsprodukt ist kein Selbstzweck. Es ist eine Ableitung aus der Nachhaltigkeitsstrategie. Und sicherlich kann man, wenn der Zeitraum lang ist, 6, 12 Monate, je nach Komplexität, globalisierte Aufstellung oder regionale Aufstellung, Komplexität der Produkte, Anzahl der Standorte, kann man dann auch Zwischenschritte eingehen. Wir haben aktuell jetzt zum Beispiel den Fall, dass die ersten wesentlichen Schritte definiert wurden von der Strategie, dass aber die Datenaufbereitung noch ein bisschen braucht. Und dann kann man auch von den Finanzierungsprodukten schon einen Rahmen aufsetzen, wo dann in 1, 2 Jahren über die Datengenerierung quasi die ESG-Komponente scharf geschaltet wird. Aber den Aufsatz, den muss jedes Unternehmen sauber machen. Und auch hier begleiten wir als Bank dann letztlich eng
Wir versuchen zu unterstützen. Am Ende sind wir Finanzierungspartner und machen das wieder selbst auch mit vielen Partnern. Ich glaube, es ist eben am Ende wichtig, diesen ersten Schritt zu gehen. Vielen Dank, Wolfgang. Bevor wir jetzt in die nächste Frage gehen, die wäre nämlich nach dem Nutzen und den Limitationen von Sustainable Finance Produkten. Wolfgang, willst du uns noch mal kurz einen Abriss geben? Was sind denn die aktuellen ESG-Produkte am Markt? Und dann können wir über ihre Nutzen und Limitationen. Ja, ich glaube, es macht Sinn, wenn ich da direkt einfach weitermache, denn wir haben jetzt über Sustainable Finance Produkte gesprochen, aber wovon reden wir denn jetzt eigentlich im Moment konkret? Es geht ja nicht darum, dass es neue Produkte sind, sondern es sind letztlich bestehende Produkte, Kapitalmarktprodukte wie Bonds, Schuldscheine oder auch bilaterale oder konsortiale Kreditprodukte wie Darlehen, RCF oder Wale, an die ESG-Komponenten angedockt werden. Ja. Und bei all den Varianten gibt es letztlich zwei Grundtypen, die wir im Moment sehen. Das sind die Green-Produkte, Green Loan, Green Bond oder auch Social Bond, bei denen letztlich der Finanzierungszweck festgelegt ist, nachhaltige Investitionen, die dort mit verbunden sein müssen, zum Beispiel der Taxonomie-Konformität gegeben sein muss. Das ist das eine. Und das andere sind die sogenannten ESG-Link-Produkte, wo es keinen konkreten Verwendungszweck gibt, dass also die Mittelverwendung frei ist. Und dafür verpflichtet sich das Unternehmen als Ganzes, sich nachhaltig auszurichten. Ja. Das machen wir letztlich über zwei Arten und Weisen. Das eine ist, es wird am ESG-Rating ausgerichtet, ja, an einem oder mehreren. Gehen wir später sicherlich auch nochmal drauf ein. Oder an den sogenannten Key Performance Indicators, zu deren Einhaltung am Ende sich das Unternehmen verpflichtet und diese auch in der richtigen Richtung natürlich zu steigern. Ich glaube, in der Knappheit würde ich die zwei wesentlichen Produktkategorien einfach mal beschrieben haben. Vielen Dank. Wer möchte denn mal antworten auf Nutzen und Limitationen? Ich weiß nicht, Wiebke, du bist noch gar nicht zu Wort gekommen. Vielleicht direkt von dir. Dann starte ich direkt und danke dir herzlich. Also ich muss ja fast der Bayern LB und Wolfgang ein bisschen widersprechen. Warum? Also den ersten Schritt haben die Realwirtschaftler längstens gegangen, sonst wären sie nämlich im Sommer 2021 nicht mehr da in meinen Augen. Und nur Mut zur Lücke würde ich dazu noch geben, weil wir werden nicht in Perfektion dieses Jahr schon Dinge vollständig abarbeiten, aber wir müssen in die Refinanzierung ganz klar die Verknüpfungen kriegen. Der große Kapitalmarkt hat das gemacht, die Aktienmärkte haben das durchdekliniert und wir müssen es jetzt für die Fixed-Income-Seite stärker verstehen. Und ganz ehrlich, selbst wenn wir es nicht in den Bedingungen verknüpfen, ist es ja indirekt mit drin. Selbst wenn wir es nicht an der Kondition verknüpfen, ist indirekt ja Key-Risk-Indicator-Faktor mit drin und ein Key-Timeline über die Laufzeit. Also insofern muss ich da sagen, noch mehr Mut, noch mehr ein bisschen mehr pushy sein, weil das ja den Nutzen nach vorne bringt. Das bringt uns, transparenter zu werden, uns stärker selbst zu verpflichten. Und genau das, was Frau Maurer sagte, top-down einmal durchzudeklinieren, eben auch jeweils zu verbessern und die Kommunikation eben jeweils zu verbessern. Also insofern, Henne-Ei-Problem viel schneller, viel mehr jetzt machen, viel mehr trauen. Manuel, ich höre dich. Okay, möchtest du was sagen? Ja, also ich gehe da vielleicht mal auf den Unterschied zwischen den Produkten ein und den Nutzen. Ich meine, das kann man ja, jedes Produkt hat seinen eigenen Nutzen, das kann man auf jeden Fall sagen. Und sie haben alle ihre Daseinsberechtigung auf jeden Fall. Was man halt wahrscheinlich sagen kann, ist, dass Use of Proceeds-Produkte wie eben so ein Green Bond einfach eine stärkere Ausrichtung auf ein bestimmtes Ziel haben und einen gewissen Impact garantieren, den man damit auslöst. Also beim Green Bond, dann wird man wahrscheinlich, also wenn der am besten auch noch taxonomiekonform ist, dann weiß man, der steht im, also die Projekte, die damit finanziert werden, die stehen im Einklang mit den Klimazielen der EU zum Beispiel, weil die Taxonomie kommt von der EU und da weiß man dann, man bringt das ganze Projekt nach vorne. Bei Sustainability-Link-Produkten, da kommt das natürlich immer ganz stark auf die Ausgestaltung an. Wenn man da jetzt ein Unternehmen finanziert, das vielleicht noch nicht so gut aufgestellt ist und viel mit fossilen Brennstoffen unterwegs ist und hohe Emissionen hat, das kann sich niedrigem Niveau verbauen und das hat man dann ein Sustainability-Link-Produkt. Was
dann darauf hinausläuft, letzten Endes meiner Meinung nach, ist, dass man halt eben bei den Link-Produkten in Zukunft oder auch jetzt schon einen höheren Analysebedarf hat, den muss man da durchziehen. Und es ist einfach schwieriger, meiner Meinung nach. Und die Vereinheitlichung und die Standardisierung bei Use of Proceeds-Produkten ist meiner Meinung nach einfacher. Was es dann letztendlich auch, glaube ich, für Investoren ein bisschen einfacher macht. Frau Maurer, aus der Ich würde genau diesen Satz aufgreifen, Miriam, ganz kurz. Okay. Was es für Investoren wichtiger macht. Wir müssen über diese Investorenseite denken und ticken. Und ohne Green Asset Ratio Verknüpfung wird es keine Refinanzierung mehr geben. Ohne EU-Taxonomie Verknüpfung wird es keinen liquiden Markt mehr geben, weil ja dort die Notwendigkeit besteht, die Fonds, die Pensionsgelder so auszurichten. Also insofern sich rauszuziehen und neutral oder in der alten Welt zu verhaften, das hilft uns nicht weiter. Ich muss jetzt hier an der Stelle aber direkt mal eine Brücke auch zu den nicht kapitalmarktorientierten Unternehmen schlagen. Wiebke, du hast vollkommen recht, am Kapitalmarkt sind die Unternehmen schon viel weiter. Da sind die Anforderungen, die verändern sich schneller und sie geben auch so ein bisschen einen Ausblick für die dann eher privaten oder die Kreditprodukte, ob es jetzt bilaterale oder konsortiale sind und für den Mittelstand letztlich. Ja, der Mittelstand orientiert sich an diesen, ist aber auf der Zeitschiene einfach weiter hinten. Und ich glaube, da ist es wichtig, dass über die Produkte noch nicht direkt vielleicht anfangen bei der Taxonomie und bei der Erfassung. Da helfen natürlich die Green-Produkte, so wie es der Emanuel gesagt hat, aber auch überhaupt erstmal sich ranzutasten über die Transparenz und auch über erste KPIs zum Beispiel, das Thema Leben zu lernen. Ja? Nicht nur mit der, also wie es der Müller, glaube ich, gesagt hat, mit dem Fitnessstudio, ja, er hat sich angemeldet, jetzt müssen wir die Trainingshose kaufen, müssen uns irgendwo mal ein Ziel setzen, was wollen wir denn in den ersten 4 Wochen erreicht haben. Und da helfen dann auch auf der Kreditseite die Linked-Produkte, die zwar noch nicht immer so 100% taxonomieorientiert sind, aber in Teilen zumindest. Und das ist auf der Kreditseite ein ganz wichtiger Punkt. Und ich glaube, da hilft es den Unternehmen und auch dem Mann im Moment, in der Übergangsphase zumindest, in die Richtung auch zu gehen. Frau Maurer, jetzt will ich doch nochmal Sie dazu befragen, was ist denn aus Ihrer Brille bei den ESG-Produkten? Was sind für Sie gute Produkte? Was sind Vor- und Nachteile? Was interessiert Sie aus Ihrer Unternehmenssicht? Also bei der Nachhaltigkeit von Produkten, ich glaube, da ist vor allem wichtig, egal ob Güter oder Finanzprodukte, dass es zunehmend zum Hygienefaktor werden wird. Also ich glaube, das heißt, wenn die Anforderung der Nachhaltigkeit nicht gegeben ist, wird das Produkt negativ belegt sein. Das habe ich auch in dem Vortrag von Dr. Dietz nochmal aufgegriffen oder bestätigt bekommen, dass viele Kaufkriterien anhand von Nachhaltigkeitskriterien getroffen werden. Mittlerweile ist es auch in der Gesellschaft angekommen und genauso sehe ich das auch bei den Verbrauchsgütern, Kaufgütern oder Finanzgütern, dass man eben auf den Aspekt der Nachhaltigkeit schaut. Inhaltlich glaube ich allerdings, dass das Thema Nachhaltigkeit sich noch verändern wird. Aktuell ist vor allem CO2ein treibendes Kriterium dabei. Es ist ein sehr wichtiges und sehr brisantes Thema, wie der Kollege vor mir schon vorgestellt hat. Aktuell glaube ich aber, dass sich das noch weiterentwickeln wird und noch weitere Kriterien mit aufgenommen werden, wie zum Beispiel Wasser- oder Waldbestand. Und da sieht man auch die Dynamik dahinter. Also Nachhaltigkeit ist ein relativ junger Begriff, der in dem Sinne, wie wir ihn hier heute alle benutzen, ich glaube jetzt schätze ich mal 5, 6 Jahre genutzt wird. Und der befindet sich auch noch im Wandel. Das, was Sie gerade gesagt haben, aufzugreifen, also die Taxonomie, haben wir ja heute auch schon gehört, ist ja aktuell nur für die ökologischen Ziele erstmal gedraftet oder geschrieben und jetzt im Laufe des nächsten Jahres kommen dann die 4 weiteren Umweltziele und die soziale Taxonomie gibt es im Draft. Jetzt die Frage, inwieweit wird sich denn, glaube ich, diese Gewichtung weiterentwickeln zwischen E, S und G in Zukunft und auch in der Taxonomie? Und ich weiß nicht, Wiebke, vielleicht möchtest du da mal antworten. Die Schlüsselantwort ist, es kommt darauf an. Es kommt darauf an, zu welchem Sektor das Unternehmen gehört und was maßgeblich ist. Und das sagt ja auch der Taxonomiebegriff. Und tatsächlich, es wird ja längst von sozial-ökologischer Taxonomie in dieser Kombination auch gesprochen. Und insofern, wenn ich eine Industrie bin, die sehr fossilintensiv ist, dann muss ich natürlich genau die Kennzahl
als erstes angehen und optimieren und eben auch in die Refinanzierung, aber eben auch in meine Produktwelt überführen und verknüpfen. Wenn ich ein Unternehmen bin, was einen sozialen hohen Anspruch und auch ein soziales sozusagen Entwicklungspotenzial hat, viel stärker vielleicht, weil ich in anderen Regionen verhaftet bin, als ich in Regionen verhaftet bin, bei denen Menschenrechte, Pressefreiheit schon längstens etabliert sind, dann muss ich das angehen. Dafür hilft uns ja auch das Lieferkettengesetz, eben genau dieses Gleichgewicht weiter darzustellen. Also die klassische Antwort ist, it depends. Was aber das, was Frau Maurer am Anfang gesagt hat, aufzugreifen ist, es muss alles in die Unternehmensführung organisiert werden, von dort kommen. Also es muss alles eine Governance-Komponente haben. Und was wir aus den Vergangenheiten gelernt haben, ist, dass wir, egal aus welchen Krisen wir rausgekommen sind, wir haben immer den Governance-Score im Einfluss auf den Gesamt-ESG-Score erhöht. Bei der Automobilindustrie, bei der IT-Software. Und das müssen wir weiter ansprechen. Und dann müssen wir sagen, der ESG-Score sollte mindestens, egal über welche Branche hinweg, zu 50% aus Governance-Komponente sich bespeisen. Und dann folgen E&S-Kriterien. Und E&S können nur gut sein, wenn es eine gute Governance hat. Das ist ein sehr guter Punkt, würde ich auch sagen. Also Governance hat ja immer schon eine große Rolle gespielt, auch bei der Outperformance von Assets und so. Wenn man Unternehmen hat, die eine hohe Governance haben, dann hat man meistens auch eine gute Performance. Und dadurch, da man hohe Transparenzanforderungen dann auch hat, bei Klimageschichten und so weiter, ist die hohe Governance, dass man sich darauf verlassen kann, natürlich auch sehr wichtig. Bei der sozialen Komponente würde ich vielleicht noch dazu sagen, ich glaube zwar schon, dass wir da auch eine große Dynamik bekommen. Ich glaube allerdings nicht, dass es ganz so dynamisch ablaufen wird wie jetzt am Green Markt oder bei der E-Komponente. Ganz einfach, weil da eben, wie schon gesagt, die Standards weltweit auch sehr unterschiedlich sind. Also auch was sozial ist, kann durchaus international andere Blickweisen haben. Ja, wenn man jetzt zum Beispiel irgendein Projekt in einem Land hat, wie ein Staudamm oder so, der dann negative Auswirkungen auf ein anderes Land hat, dann könnte das in dem einen Land als sozial gesehen werden, von dem anderen natürlich überhaupt nicht. Was Ähnliches habe ich auch gehört über die Armee in Israel, die von Israel selbst als sehr soziales Projekt angesehen wird, von anderen Ländern eher nicht. Da wird es dann mal spannend, ob wir da internationale Standards auch mal kriegen, die vergleichbar sind. Also ich glaube, bei der E-Komponente wird es international einfacher werden, da einen gemeinsamen Nenner zu finden, was dann auch die Dynamik so ein bisschen erhöht, langfristig. Danke, Manuel. Jetzt kommen wir mal wieder zurück auf das Thema der ESG-Finanzprodukte. Was sind denn nach Ihrer Erfahrung die Treiber der Entwicklung dieser ESG-Finanzprodukte? Wolfgang, vielleicht du. Ja, also das ist natürlich ein recht breites Feld und je nachdem, wo man einsteigt, am Ende oder am Anfang ist es aus meiner Sicht eigentlich geht's darum, so die Verteilung der Risiken, ne, und die Deckung der wirtschaftlichen Lücke, so neue Technologien wir brauchen und der Produktionskosten, die wir brauchen. Ja. Das ist der kritische Erfolgsfaktor hier. Und wie erreiche ich es, dass diese Risiken eingegangen werden und diese wirtschaftliche Lücke geschlossen wird? Das muss ich ganz stark als Staat dadurch fördern, dass ich entsprechend durch Subventionen reingehe und auf der anderen Seite auch eine entsprechende Regulatorik mache, damit diese Selbstverpflichtung der Unternehmen, die Bereitschaft der Unternehmen, die ja da ist, die aber immer davon abhängt, dass es auch wirtschaftlich ist, ja, dass diese Lücke geschlossen wird, dass diese Brücke gebaut wird. Insofern ist die Regulatorik, die ja dann letztlich über die Banken auch stark gesteuert wird, ein wichtiges Element. Und dann sind letztlich die Finanzprodukte so ein bisschen das Mittel zum Zweck, um die notwendigen Investitionen damit auch entsprechend zu incentivieren und zu steuern. Insofern ist die Regulatorik hier natürlich ein maßgeblicher Treiber auch für die Finanzprodukte. Und das gibt es auf verschiedenen Ebenen. Wir haben vorhin auch Green Asset Ratio gehört und die anderen, die Veröffentlichungspflichten und so weiter, die führen dazu. Und wir Banken werden mit hoher Dynamik getrieben, ja, auch über EZB und EBA. Diese Dynamik, das spüren wir alle, die führt dazu, dass jetzt ein Fokus auf diese Produkte da ist und wird dazu führen, dass sich die Produkte auch weiterentwickeln. Insofern würde ich an der Stelle, was das Thema Treiber in Bezug auf Regulatorik angeht, an der Stelle vielleicht erstmal stehen lassen.
Genau, was vielleicht in dem Zusammenhang noch ganz interessant ist, ist ja, dass die Regulierung eigentlich für die Finanzinstitute schon ein bisschen weiter ist oder zumindest früher zum Tragen kommt als für die Realwirtschaft, sage ich mal so. Die Sustainable Finance Disclosure Regulation, die ja dann regelt, wie Investmentfonds und Vermögensverwalter dann ihre Fonds klassifizieren, später dann mal in grün und sehr grün zum Beispiel oder in grau. Die wird schon teilweise ab dem nächsten Jahr, Mitte dem nächsten Jahres schlagend. Frau Mühlhammert, korrigieren Sie mich, wenn ich da falsch liege, so ist es meiner Meinung nach, meines Wissens nach. Und auch Banken werden wahrscheinlich die Green Asset Ratio dann schon ab Mitte nächsten Jahres dann teilweise reporten müssen. Das Problem ist, dass die meisten Unternehmen ja noch keine Nachhaltigkeits- oder weniger Nachhaltigkeitsdaten liefern müssen, als eben die Finanzinstitute teilweise. Dadurch wird auch erstmal die Green Asset Ratio wahrscheinlich bei den Banken erstmal extrem niedrig sein, weil einfach die benötigten Informationen noch nicht da sind. Die großen Unternehmen werden dann ab 2022 jetzt erstmal starten, nach der Non-Financial Reporting Directive, nach der alten zu berichten. Da können dann die Banken ein bisschen drauf aufbauen. Und für kleinere Unternehmen ist es ja jetzt ab 2024 angedacht, dass die dann langsam mal anfangen zu reporten. Wenn man sich jetzt meiner Meinung nach als Unternehmen daran orientiert und sagt, okay, ich habe ja noch bis 2024 Zeit, dann unterschätzt man das, glaube ich, dann eben ein bisschen, weil ich glaube, dadurch, dass die Banken und die Vermögensverwalter schon so von der Regulatorik getrieben werden, werden sie sehr stark nach noch vermehrt nach schon vorhandenen grünen Assets gieren, ja eben um sich da möglichst ein grün darzustellen und eine hohe Green Asset Ratio zum Beispiel darstellen zu können, aber auch um höhere grüne Fonds anbieten zu können. Und da wird es dann durchaus nochmal stärkere Finanzierungsvorteile geben, dann eben für grüne Assets. Und das wird dann nochmal eine ganz andere Dynamik entwickeln, meiner Meinung nach. Wiebke, nochmal an dich die Frage, auch aus Investorenbrille. Die ESG-Finanzprodukte, das gibt es ja auch auf dem Kapitalmarkt natürlich. Was sind die Treiber nach deiner Meinung? Die Nachfrage und der Preis. Also es wird immer jemanden geben, der finanziert, aber die Kondition wird eine andere sein. Also das müssen wir uns alle sehr klar machen. Und dann unterscheiden wir nicht mehr in ESG-Markt und konventionelle, sondern dann ist der konventionelle der ESG-Markt und die nicht, also diejenigen, die Geld brauchen, aber nicht in der Lage sind, ihre Nachhaltigkeitsziele zu kommunizieren und zu matchen, die sind dann sozusagen in der Nische und die müssen dann auch entsprechend drauf bezahlen. Und dann wissen wir auch, welche Geschäftsmodelle sich langfristig tragen. Und da müssen wir dann eben die EU-Taxonomie ansehen, die uns gerade im Tabakbereich ganz deutlich gemacht hat, dass das eine Branche ist, die viel, viel größere Probleme haben wird, jetzt schon und nicht erst in 2030 oder fortfolgende, weil sie jetzt schon stark reglementiert ist und das merken die jetzt schon auch. Das merken sie schon letzten Sommer. Was hier nochmal zu unterscheiden ist, ist ganz klar, eben der liquide Markt und die Fondsbranche hat jetzt zwei Dodger bekommen. Einmal die RTS, die um 6 Monate verschoben wurden, die gestern auf den Tisch gelegt wurden. Und am Montag haben wir einen Dodger noch von der BaFin bekommen, die einerseits im Frühsommer ihre Standards für nachhaltige Fonds rausgegeben hat, die wir zum Glück noch ein bisschen verweichlicht bekommen haben. Auf der anderen Seite haben sie diesen Montag gesagt, zu den Verbänden, Bankenverbänden und Fondsverband, also so wie ihr euch nachhaltige Fonds vorstellt, also so könnt ihr es euch stecken lassen. Das müssen wir nochmal überdenken. Warum haben Sie es gesagt? Und jetzt greift das im Prinzip den Theorieblock der letzten 20 Minuten auf. Die Mindeststandards sind die, die eingehalten werden müssen. Die Selbstverpflichtungen sind die, die eingehalten müssen. Aber was konterkariert das Ganze, wenn ich eben Dinge nicht erfülle? Principal Adverse Impact hatte Harald Glander vorhin auch schon so schön formuliert von Simmons & Simmons. Und das alles zusammengenommen ist die eierlegende Wollmilchsau, die wir zum 1.1. eben noch nicht hinbekommen. Die war aber irgendwie hin. Wenn wir nach MiFID 2 gehen. Also ich habe jetzt ganz viele Abkürzungen gedacht. Was will ich sagen? Der Nachfrage ist der, der es treibt, so wie auf der Konsumentenschiene letztendlich ja auch, haben wir schon gehört. Und die es jetzt noch nicht verstanden haben, wie preissensitiv das Ganze ist, wie immanent wichtig es ist, dass wir die letzten Jahre Dinge verpennt haben und das jetzt aufholen müssen und deswegen Ansprüche haben, die wir vielleicht, wo wir sagen, die sind vielleicht ein Tick zu hoch, die Erkenntnis ist jetzt sozusagen die Isar runter. Sehr schön formuliert, die Isar runter. Genau, ich würde es gerade mit den Preisthemen aufnehmen und Richtung dich, Emanuel, die Frage, also man sieht ja aktuell schon Preisvorteile auf dem Markt. Wie denkst du, wird sich das in Zukunft entwickeln? Also
so wie ich das sehe, wird es jetzt erstmal so weitergehen. Also wir haben jetzt im September den stärksten Monat aller Zeiten gehabt mit 113 Milliarden Euro an ESG-Emissionen. Das ist 32% mehr als im letzten Jahr. Und also im Vergleich zu letztem Jahr haben wir uns auch nochmal fast verdoppelt. Bisher also kumuliert. Und da war die Frage halt, ja, wird sich das hohe Angebot irgendwie negativ auf die Greenium auswirken? Ja, also man hat eben, wie gesagt, immer einen Preisvorteil gesehen und jetzt haben wir massiven Supply gehabt und man kann da ganz klar sagen, es gibt überhaupt nichts, dass das irgendwie gedrückt hat. Wir haben mal ich habe mal mir ein paar grüne Bonds angeschaut und nachhaltige Bonds und die einfach mal direkt mit sehr vergleichbaren grauen Anleihen jetzt verglichen und da kann man sagen, eigentlich so eine neue Emissionsprämie war im Schnitt eigentlich 9 Basispunkte niedriger und was noch dazu kommt, das Orderbuch war immer viel größer, also die Nachfrage war noch viel, viel größer, also bei der Nachfrage war es eigentlich am signifikantesten, was man an Unterschieden gesehen hat, also da war das Orderbuch im Schnitt 6-fach überzeichnet und bei den nicht grünen Anleihen war es nur 3,5-fach überzeichnet. Also die Nachfrage ist insgesamt gut, aber auch so. Und was dann auch nochmal dazu kommt eigentlich, ist, dass sogar die Sekundärmarktperformance dann, also nach der Emission in den ersten 10 Tagen, bei den nachhaltigen Anleihen eigentlich durch die Bank besser war, zwar nicht so in so einem großen Ausmaß, also 1 bis 2 Basispunkte, aber dann doch. Und es zeigt halt einfach eigentlich, im Moment ist es für beide gut, also für die Emittenten und für die Investoren, in nachhaltige Produkte Aufwand zu stecken. Die Emittent kriegt einen günstigeren Preis und der Investor kriegt noch eine bessere Performance. Also das ist eigentlich sehr gut. Und wenn man jetzt mit einem hohen Angebot rechnet, sehe ich da jetzt keine Probleme dabei. Ich glaube, es wird so weitergehen. Vielen Dank dafür. Ich gehe nochmal einen Schritt zurück zu den Transparenzanforderungen und würde jetzt gerne Frau Maurer nochmal fragen, denken Sie denn jetzt aus der Unternehmensbrille, die Sie natürlich hier, die Unternehmen, Sie vertreten in die Unternehmen in dieser Runde hier, dass das wirklich die gewünschte Wirkung bringt? Also dass es wirklich ein höheres Nachhaltigkeitsbewusstsein fördert und eben den Anstoß für diese nachhaltige Transformation? Oder, und das haben Sie ja eingangs auch gesagt, bei Ihnen gibt es einfach ein intrinsischen hohes Interesse daran, sich nachhaltig auszulegen, in dem Fall von Ihrem Vorstand oder Ihrem CEO. Genau. 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 Was ist wichtig? Oder wie ist der Einfluss der Transparenzanforderungen? Ja, also externe Anforderungen sind für jedes Unternehmen und dabei ist egal, ob es Stakeholder oder regulatorische Anforderungen sind, immer nur der Anstoß für eine Veränderung. Also es bringt den Stein zum Rollen. Das haben wir auch bei der EU-Taxonomie festgestellt. Also viele setzen sich mit dem Thema Transparenz zu schaffen im Unternehmen auseinander. Die EU-Taxonomie hat dort nochmal ganz deutlich gezeigt, welche Informationen auch bereitgestellt werden müssten, die Unternehmen in dieser Form wahrscheinlich nicht alleine bereitgestellt hätten. Also die Unterscheidung, was ist in ein grünen Invest, beziehungsweise was ist grüne Märkte, in die ich bediene. Dadurch wird ein anderes Bewusstsein geschaffen. Das heißt, ich kann ja zukünftig mein Unternehmen auch danach beurteilen, was ja auch hier angesprochen wird, wie weit es die grüne Wirtschaft unterstützt. Mit der Folge, dass diese Transparenz positiv belohnt wird und auch dieser große Anteil an Taxonomiekonformität, werden sich Unternehmen nachhaltig darauf ausrichten, das Thema transparent aufzubauen und auch das Thema Unterstützung der nachhaltigen Wirtschaft mit aufzubauen. Durch bessere Finanzierungsangebote kann diese Richtung weiter unterstützt werden. Also es ist eigentlich nur ein Startpunkt und eine Förderung der Vorgehensweise. Aber um eine wirkliche Veränderung im Unternehmen zu erreichen, ist es natürlich wichtig, dass es nicht nur auf den Finanzbereich Auswirkungen hat, sondern es quasi im Unternehmen Nachhaltigkeit als Prämisse in die Handeln aufgenommen wird. Das heißt, Entscheidungen auch auf Basis der Nachhaltigkeitskriterien getroffen werden und es damit einen weitreicheren Einfluss auf die Organisation hat als nur die Finanzierung. Ja, vielen Dank. Ich komme jetzt mal zu einer nächsten Frage. Und zwar, es gibt ja, sind ja immer noch bei dem Thema ESG-Finanzprodukte. Und dort wird oft ja auf KPIs abgestellt und auch auf Ratings. Und jetzt die Frage in die Runde oder gerne vielleicht Richtung Wolfgang oder Wiebke.
Wie homogen beurteilt ihr diese Kriterien aktuell und was erwarten wir zukünftig in dieser Richtung? Soll ich beginnen, Wiebke? Also was wir feststellen, ist erstmal, dass tatsächlich, wie es auch der Emanuel gesagt hat, die Anzahl der Finanzierung deutlich steigt. Und mit der höheren Anzahl steigt auch die zunehmende Harmonisierung dieser vorhin von mir beschriebenen Produkte. Bei den Green Loans ist es ohnehin was anderes, aber gerade bei den Linked-Produkten. Ja. Also das stellen wir schon fest, die Heterogenität, ob ich jetzt ein ESG-Rating habe und von welcher Ratingagentur, das macht natürlich immer noch einen Unterschied und die Schwerpunkte sind unterschiedlich. Aber gerade auch bei den KPIs sieht man, dass gerade immer ein oder zwei von den E-Faktoren mit reinkommen, je nach Branche dann auch ein oder zwei soziale. Und welche das sind, das vereinheitlicht sich eben ein bisschen abhängig von der Branche. Wenn wir zum Beispiel in die Energiebranche reingehen, dann haben wir immer das Thema CO2-Intensität, das Thema installierte Kapazität in Bezug auf erneuerbare Energien oder dann noch zum Beispiel eine Systemunterbrechungsrate des Stromnetzes. Und insofern stellen wir tatsächlich fest, dass immerhin die KPIs, die genommen werden, sich vereinheitlichen und damit eine Vergleichbarkeit insgesamt stattfindet, dass die Unternehmen auch ein Stück weit branchenübergreifend sich in eine Richtung, zumindest was die Definition der Kriterien angeht und die Ausrichtung Richtung dieses 1,5-Grad-Ziels, was ich vielleicht auch früher noch als CO2-Neutralität beschrieben hätte, ja, sich dahingehend ausrichtet, dass der Fokus stark nach wie vor auf dem E ist, gerade natürlich bei den kapitalintensiven Industrien, aber auch bei den anderen und dass die Sozialen dazukommen. Das, was vorhin von Wiebke und auch von Emanuel mit dem G besprochen wurde, das ist etwas, was wir in den Produkten noch nicht oder so gut wie nicht feststellen. Und was wir auch feststellen, ist, es gibt unabhängig von diesem Trend, dass es eine Harmonisierung zunehmend gibt, dass es doch auch dann wieder die kompletten Exoten, würde ich es fast schon bezeichnen, gibt, die dann nur ein KPI nehmen, der vielleicht auch ganz anders geartet ist, der aber eine Berechtigung hat. Gerade auch mit Hinblick auf diese Problematik, Transparenz, Vergleichbarkeit, wenn es einen bestimmten Sektor gibt, wo diese eine KPI jetzt für den Beginn zumindest Sinn macht, dann gibt es das und dann hat das nichts mit Greenwashing aus meiner Sicht in dem Sinne zu tun, sondern mit einem Aufsatzpunkt. Insofern, ja, das ist ein Trend der Vereinheitlichung bei aller Heterogenität, die es nach wie vor ist und bei aller, es sind Mosaiksteine im Gesamtbild und wir reden über Mosaiksteine und das Gesamtbild ist natürlich damit noch nicht ersichtlich, gerade bei den Produkten. Tatsächlich hat Wolfgang die Wesentlichkeit bottom-up erklärt. Ich gehe mal top-down, weil wir eben genau über die Fondsindustrie natürlich nochmal eine andere Perspektive liefern und da auf zwei Ebenen. Einmal gibt es alles rund um Mindeststandards, die gab es schon immer, ehrlicherweise. Und die sind sehr, sehr ähnlich zur sozialen Taxonomie, die uns im Mai auf den Tisch gelegt wurde. Also wirklich Menschenrechtskonvention, ILO-Arbeitsmarktnormen. Und ganz wichtig, wenn dort Standards nicht erfüllt wurden, dann gab es keine Finanzierung, dann gab es keine Kapitalmarktzulassung oder Börsennotierung. Also da sind wir sozusagen von diesem Level. Und da schrauben wir jetzt langsam das Anforderungsprofil hoch. Aber das ist die eine Maßgabe. Das ist ein Sieb, da fallen Sie durch, das ist digital. Das andere, wovon wir reden, ist die Optimierung von Zahlen und ganz entscheidend die Internalisierung der externen Effekte. Und da sind wir eben bei Klima am stärksten dabei, das schon zu quantifizieren. Deshalb muss es in die Kondition mit rein. Und da kommen wir sukzessive jetzt über Trinkwasserthemen, über Energieversorgung im Allgemeinen, eben um die Preissensitivität nach oben sozusagen in die Optimierung. Und dieses Sandwich müssen wir hier auch nochmal verstehen. Und in der Kreditvergabe dann aus dem liquiden Bereich in den illiquiden Bereich approximieren und da eben deutlich gucken, in welchem Sektor arbeiten wir oft bei den Großen und wie können wir bei den Kleineren arbeiten. Wie reichen uns vielleicht 30% der Daten aus, um es für den Rest des Marktes zumindest für dieses und nächstes Jahr zu überführen. Also insofern, das sind so die Assoziationsketten, die ich hier habe. Aber das ganz Entscheidende ist der zweite Punkt, Internalisierung der externen Effekte. Wenn wir das nicht verstehen,
dann, weil wir haben es in den letzten Jahren vielleicht verstanden, aber wir haben es nicht transparent aufgearbeitet, weil wir die Daten auch nicht da haben. Und da sind wir jetzt eben. Und dann müssen wir es auch liefern, weil es uns ansonsten viel zu stark einholt. Und dann können wir es uns gar nicht mehr leisten. Super, vielen Dank. Bevor wir jetzt in die Fragenrunde starten, noch eine letzte Frage an Frau Maurer. Also wir haben ja jetzt heute lang und breit gesehen, dass der Markt sehr dynamisch ist und es eben viele Anforderungen an Unternehmen und Banken gibt. Und jetzt die Frage an Sie, was wünschen Sie sich als Unternehmen von Ihrer Bank? Ja, also ich bin heute ja in die Runde eingeladen worden, weil wir uns im Vorfeld schon zu dem Thema ausgetauscht haben. Also der Austausch der Bayern LB und Jungheinrich zum Thema Entwicklung der Nachhaltigkeit, Umsetzung der Nachhaltigkeit und des Finanzbereichs hat ja schon im Vorfeld stattgefunden und daher kam ja der Kontakt zustande. Und wie bereits der Herr Wagner genannt hat, finde ich genau diesen Austausch zwischen Unternehmen und Banken auch den Mehrwert. Das heißt, ja, Banken und Unternehmen funktionieren unterschiedlich, haben unterschiedliche Strukturen. Es ist wichtig für Unternehmen zu erfahren, welche Anforderungen im Finanzmarkt existieren. Gerade kleinere Unternehmen, die kein eigenes Nachhaltigkeitsmanagement haben, haben auch den Vorteil, eben bei ihrer Bank einen Ansprechpartner für dieses Wissen zu finden. Und dieser Austausch, den sehe ich als sehr wertvoll an. Vielen Dank. Sehr gut. Dann sind wir jetzt auf die Minute pünktlich für unsere Q&A-Session. Wir haben auch schon eine erste Frage reinbekommen. Genau. Wenn ein Unternehmen eine bilaterale nachhaltige Finanzierung aufnehmen möchte, was empfehlen die Experten dieser Runde? Eher Rating-Finanzierungen, also Rating-based oder KPI-linked Finanzierungen? Vielleicht nehme ich den Ball auf, weil ich ja auch für das Thema Corporate Finance zuständig bin. Wie immer ist es. Ich verstehe mich nicht als Produktvertrieb. Ne? Also es geht darum, was sind denn die Ziele? Wenn wir jetzt mal schauen, was sind die Vorteile von einem KPI versus Rating basiert und umgekehrt. Wenn ich jetzt ein Rating zugrunde lege, ja, dann hat das die drei Komponenten, dann deckt das Ganzheitliche ab, dann ist auch das Unternehmen als Ganzes abgestellt. Da habe ich die E, S und G Komponenten, auch so wie es die Wiebke vorhin gesagt hat. Da habe ich die ganzheitliche Betrachtung. Gleichzeitig bin ich natürlich davon abhängig, wie die Transparenz ist, wie die Ratingagentur die Einwertung macht. Und dann gibt es vielleicht auch Kategorien, gerade beim G, ja, wenn, je nachdem, wie hoch der Anteil auf das Rating dort ist, wie stark kann ich das überhaupt beeinflussen. Ja? Also der Einfluss auf das Rating ist dann im Zweifel auf einzelne Komponenten beschränkt. Aber es gibt ein ganzheitlicheres Bild. Wenn ich jetzt auf die Link-Produkte angucke, die mit KPIs basiert sind, dann kann ich natürlich ganz gezielt zwei, drei wesentliche KPIs mir nehmen, kann dann, was auch ein sehr spannender Punkt ist, die dahinterliegenden Werte für die einzelnen Jahre genau bestimmen. Auch das ist eine Diskussion, die jetzt stärker läuft. Also die KPIs, die werden schon fast weniger diskutiert, sondern die Werte, die dahinter gesetzt werden. Ja. Da geht es dann darum, habe ich die Datenverfügbarkeit, bin ich vergleichbar, ist das Ambitionsniveau richtig gesetzt, um Greenwashing zu vermeiden? Was ist mein Schwerpunkt? Will ich die ganzheitliche Betrachtung stärker im Blick haben oder will ich Schwerpunkte setzen? Beides ist möglich und es gibt da nicht die Empfehlung. Beides wird am Markt akzeptiert. Im Moment ist so ein bisschen mehr der Trend vielleicht Richtung KPI. Aber das ist wirklich jetzt nochmal ein bisschen eine Schwerpunktverlagerung, die auch jetzt für mich nicht eine Richtung ist, die weitergeht zwingend. Ich glaube sogar, wenn ich jetzt auf den Blick nach vorne schaue, was ja vielleicht auch einfach interessant ist, ich glaube, diese Link-Produkte, die werden sich jetzt ganz stark noch in den nächsten 12 Monaten weiterentwickeln. Ja. Aber was kommt denn dann? Ja? Dann schlägt die Green Asset Ratio irgendwann zu. Dann ist der Fokus deutlich stärker wieder auf diese Taxonomie-Themen, was eben nur teilweise über die Link-Produkte abgedeckt wird. Wenn das der Fall ist, dann kann es auch sein, dass dann die Green, also die investitionsbezogenen Finanzierungen wieder stärker kommen, die nach wie vor stark sind, aber deutlich überholt werden jetzt aktuell von den Link-Produkten. Man sieht zum Beispiel bei Daimler, die eben stärker jetzt auch den Green Bond ziehen als den Link-Bond. Und das ist eine Entwicklung, die es geben mag. Und vielleicht gibt es dann sogar irgendwann nicht mehr
nicht mehr die Produkte so wie heute in dieser Form, sondern ja, vielleicht gibt es dann gar nicht mehr so ein ESG-Produkt, vielleicht ist das Unternehmen als Ganzes mit einer Taxonomiequote versehen. Aber ich glaube, um den Bogen jetzt auch zu der Frage zu ziehen, Entschuldigung für die weite Ausholung, aber ich glaube, es ist ein wichtiger Punkt. Die Produkte, die wir haben, ob es jetzt ein Link-Produkt ist mit Rating oder mit KPI, ist ein echt, ich stelle es fest in der Diskussion, ein echt gutes Instrument, um reinzukommen. Vielleicht nicht den allerersten Schritt zu gehen, da muss schon ein bisschen Vorbereitung sein, aber den zweiten Schritt, eine gute Vorbereitung, um dann auch den dritten und vierten Schritt zu gehen. Wer den zweiten Schritt jetzt nicht macht mit einem Link-Produkt, überhaupt mit so einem Erstprodukt, was wir aktuell haben, ja, der tut sich vielleicht dann schwerer, den nächsten Schritt zu gehen. Und insofern ist es, glaube ich, gut, auf Basis einer Nachhaltigkeitsstrategie dann mit uns gern zu diskutieren, was ist ganz konkret das richtige Produkt oder die Komponente. Vielen lieben Dank. Wir haben eine weitere Frage reinbekommen. Ich muss mal gucken, in Anbetracht der Zeit, eine schaffen wir auf jeden Fall noch. Schauen wir mal, ob wir noch zwei schaffen. Die Frage lautet, gibt es gute Ratingagenturen auf dem europäischen Markt? Wer möchte darauf antworten? Was ist eine gute Ratingagentur? Die günstig ist, die tiefgründig arbeitet, die transparent und nur die Daten nimmt, die vielleicht am Markt verfügbar sind, die sich ihre eigenen Fragen entwickelt und gar nicht sagt, mit welchen Fragen sie auf diesen Score kommt. Also insofern, das müssen wir zurückmelden. Die zweite Hälfte der Frage ist viel, viel politisch brisanter. Ist es europäisch überhaupt noch möglich, diese Daten verlässlich geliefert zu bekommen? Es sind angloamerikanische Häuser, die sich da wunderbar reingekauft und platziert haben. Zeigt auch, dass selbst wenn ein damaliger Präsident aus einem Klimaabkommen aussteigt, dass dann Unternehmen, dass die Realwirtschaft durchaus versteht, wo die Trends hingehen und wo die Nachfrage hingeht. Insofern, die Antwort muss eigentlich sein, wann sind die großen Ratingagenturen in Gänze in der Lage, diese Daten gut zu liefern, diese Daten transparent und leistbar zu liefern, oder aber, und das ist meine ganz große Hoffnung, wird der European Single Access Point, also eine Infrastruktur, die in Brüssel gerade sehr, sehr stark durchdacht wird, all das konterkarieren und neutralisieren, indem nämlich Rohdaten von der Wirtschaft dort eingespielt werden und sehr gut gefiltert werden dürfen, wer sie wann wie abruft, in welcher Detailtiefe, und es dann ein IT-Thema ist, ein Sicherheitsthema, aber kein Kostenthema mehr. Vielen lieben Dank. Wir nehmen jetzt noch eine letzte Frage dran. Und zwar, es gibt ja Produktstandards aktuell schon auf dem Markt in diesen ESG-Produkten, ne? Also die ICMA-Standards und die LMA-Standards. Die sind aber recht flexibel gefasst. Jetzt in Anbetracht unseres Leitthemas ja heute Greenwashing. Inwieweit denken Sie oder ihr, sind diese Standards noch zu flexibel gefasst? Das nehme ich jetzt mal, diese Frage. Sie sind ein Standard, der im Moment hilft, tatsächlich die Rahmendaten abzudecken für die Produkte, die es braucht. Wenn ich jetzt mal differenziere zwischen dem Green Bond Standard und von mir aus dem bezogen auf die Link-Produkte, wird da aus meiner Sicht eine Notwendigkeit sein, das enger zu fassen? Ich glaube kurzfristig nicht. Es wird automatisch eine Verengung geben aus den Finanzierungen, aus den Transaktionen, die jetzt abgeschlossen werden. Ob dann hinten drauf noch die Standards enger gezurrt werden oder nicht, ist für mich jetzt zumindest, wenn ich für die Bayern RB spreche, nicht so entscheidend. Warum? Weil wir als Bayern RB achten drauf, sind die Ziele, die das Unternehmen sich setzt, ambitioniert, ist es in der richtigen Richtung, ja, gesetzt, sind sie messbar, die Ziele, und sind sie vergleichbar? Ich glaube, so ein Standard hilft definitiv, um es effizient zu machen, um eine Richtung zu geben. Die Details hinten drauf, die entwickeln sich weiter, und ich glaube, wir werden sehen, ob sich auch die Standards anpassen. Für uns halt ist gar nicht für zwingend. Und vielleicht noch dazu noch ganz kurz. Wir haben ja auch jetzt die Green Bond Standards, ja, bekommen, die auf die Taxonomie dann aufsetzen werden.
die ja im Vergleich zu den ICMA Green Bond Principles auch nochmal sehr viel mehr auf Verbindlichkeit setzen als auf Freiwilligkeit. Also man kann dann einen taxonomiekonformen Green Bond strukturieren, wo dann der Investor ziemlich genau weiß, welche Regeln da eingehalten wurden. Da gibt es dann zwar auch Geschichten, über die man diskutieren kann, ob das jetzt die besten sind oder nicht und wo man halt noch ein bisschen rumdrehen kann. Aber es ist, denke ich mal, im Vergleich zu den Green Bond Principles, die wir haben, schon nochmal ein weiterer Schritt Richtung Verbindlichkeit. Und da kann es dann schon sein, dass man dann nochmal zusätzliche Preissensitivitäten dann heben kann. Und dadurch wird dann auch sehr stark, glaube ich, der Markt in diese Richtung laufen. Super. Vielen lieben Dank. Jetzt muss ich ganz schnell zum Ende kommen. Wir sind nämlich kurz vor Ende der Zeit. Aber herzlichen Dank, dass Sie alle dabei waren und uns mit uns diesen Tag gestaltet haben. Und genau, bis bald. Und ich verabschiede mich auch für uns alle nochmal, dass Sie heute dabei waren bei unserem ESG Deep Day. Und ja, wir haben in den letzten Stunden viele spannende Themen ein bisschen tiefer angeschaut. Sie sehen, die Themen sind vielschichtig, dynamisch und ich glaube für uns alle herausfordernd. Deswegen wollen wir mit Ihnen, wie wir schon gesagt haben, auch von Frau Maurer eben erwähnt, mit Ihnen im Dialog bleiben über ähnliche Formate, aber natürlich auch super gerne im bilateralen Austausch. Denn unser Ziel ist als Bayern LB, Sie, wie schon gesagt, bei Ihrer Transformation zu begleiten. Mit uns haben Sie einen starken Partner an der Hand. Und wie Frau Merbit vorher meinte, lassen Sie uns den Wandel in eine Chance umwandeln, gemeinsam. Genau, mit diesen Worten verabschiede ich mich und wünsche Ihnen einen wunderschönen Nachmittag. Viele Grüße aus dem, ich habe gerade geschaut, sonnigen München und bis bald.